Na, wie geht's dir so? Na, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ach du, man klagt ja nicht. Ach ja, erstmal nebenbei das Pflänzchen hier gießen. Nee, das ist meine Teekanne. Vor allem, das ist voll der japanische Designklassiker, glaube ich. Das ist auch wirklich voll das berühmte Ding. Ich dachte, das ist eine Gießkanne. Oh ja. Ja, lang nicht mehr. Lang. Ja, doch, also eigentlich schon. Also, wann haben wir Ja, jetzt? so lange ist nicht her, Nee, ne? so lange ist nicht her. Mir kommt schon lange vor, weil irgendwie viel los seitdem und so. Und ich glaube, für dich, ich glaube, immer wieder zurückkommen ist ja auch krass. So, ich weiß immer nicht, ob die Zeit dann schneller oder langsamer irgendwie verfliegt, aber. Ich finde, der Tag hier vergeht schneller als in Japan. Ja, also, ja, wahrscheinlich wäre es umgekehrt für mich genauso, ja. Ja. Also hier vergeht es für mich schneller, als wenn ich in Deutschland zu Besuch bin jetzt Ja. mittlerweile, weil einfach Arbeit und so, ne? Ja. Also, ich weiß nicht, hast du den Chat nebenbei offen? Ja, natürlich. Okay. Aber ich dachte, ich sag nichts. Ich warte einfach, bis du moderierst. Okay, Ich bin nur zu Gast. also ich sage immer gern, das ist jetzt nicht so wie so ein Interview oder sowas, sondern das ist einfach ganz cozy quatschen. Ja. Und dann kannst du dich ja jetzt vorstellen wie in einem Interview. Kann ich machen, ja. Weil es gibt Menschen, die dich nicht kennen. Ja, eine Menge, glaube ich. Ja, hi, ich bin Hauke. Ich habe angefangen mit Medien vor ungefähr 15 Jahren, hauptsächlich in Deutschland. War dann lange bei MTV Game One. Ich weiß nicht, wie vielen Leuten das noch was sagt, aber es war eine Zeit eine ganz große, oder doch, darf man glaube ich sagen, war die größte deutsche Fernsehsendung auf jeden Fall zu Videospielen. Das ist ja dann irgendwann zu Rocket Beans TV geworden. Da war ich auch ganz lange dabei, beziehungsweise bin es immer noch als Freiberufler. Da gibt es eine Sendung, die heißt Pen and Paper. Und darüber kennen, glaube ich, Leute dann auch mein Gesicht, weil das so das erste große Format war, bei dem ich zu sehen war. Irgendwann bin ich da weg und habe dann ganz viel selbstständig gemacht, war zwischendurch auch mal beim Klimansland dabei, das haben wahrscheinlich dann viele mitbekommen, als so die ganze Sache losging. Und bin dann irgendwann aber komplett wieder zurück in die absolute Selbstständigkeit quasi, habe zwischenzeitlich mal für Fernsehen und Kram geschrieben, an verschiedenen Projekten gearbeitet und irgendwann auch selber gestreamt. Und deswegen hast du mich, glaube ich, auch eingeladen und so haben wir uns, glaube ich, glaub, wir haben uns zum ersten Mal in Japan getroffen, Ja, ne? klar. Wir hatten ja gar nicht anders die Gelegenheit. Ja, stimmt. Da hätte ja sein können, dass du auf irgendeinem Event mal warst und man hat sich die Hand Nee, geschüttelt nee. und beide haben es vergessen. Nee, und vor 3 Jahren ungefähr bin ich nach Japan ausgewandert. Also aus Deutschland ausgewandert bin ich eigentlich schon vor 5 Jahren ungefähr, aber habe dann eine Zeit mal hier und mal da gelebt und bin vor 3 Jahren dann nach Japan gekommen und durch Corona dann quasi hier sitzen geblieben. Sitzen geblieben. Okay, also ich habe jetzt so, das sind so viele Fragen gewesen von den Leuten. Ich habe mir die jetzt auch ein bisschen rausgeschrieben. Also es wird alles beantwortet, keine Sorge. Ich habe auch Hauke gefragt, ob es ein Tabuthema gibt. Er hat gesagt, nö, kann alles Nö, also ich würde ansprechen. dann halt auch, ich würde dann ehrlich sagen, da möchte ich nicht drüber sprechen, weil, Okay. also ich finde Tabuthema wäre so, ich will nicht, dass das angesprochen Ja. wird, aber nee. Okay. Wie alt bist du? 35. Musstest du gerade überlegen? Ey, als ob das nach 30 noch zählt. Ist halt wirklich, geht nur noch, bergauf geht's nicht mehr, sag ich dir. Nee, Quatsch, Wow. aber ich muss immer überlegen, seit ich, glaube aber schon so, seit ich 20 bin, muss ich nachdenken, muss ich Okay. ehrlich sagen. Wie bist du denn in das Ganze reingerutscht? Also du hast ja wahrscheinlich bis nochmal zur Grundschule, Mittelschule gegangen erstmal. Ich bin so richtig aus dem niedersächsischen Dorf irgendwo um nirgendwo. Also ich bin aus Ocholt bei Westerstede, bei Oldenburg, bei Bremen. So, weil es sonst Leuten, glaube ich, schwerfällt, sich irgendwie zu erahnen, so Ja. Richtung holländische Grenze raus. Ich bin, ja, habe ganz normal einen Schulabschluss gemacht. Und dann irgendwann habe ich Abitur gemacht, was mich selber überrascht hat, mir so aus eigener Motivation. Also ich war auch ein bisschen schwer pubertierend. Ich bin davor auch mal von der Schule geflogen und wurde vom Gymnasium geschmissen und so. Aber bin dann irgendwann zurück zu dem Gymnasium, habe Abi gemacht und habe dann, keine Ahnung, wie es vielen geht. Ich wusste nicht so richtig, was ich eigentlich machen will. Hab dann irgendwie Bio war so das Einzige, wo ich irgendwie, ich glaube, ich hatte 15 Punkte im Abi in Bio. Ich hatte ein 3-0er-Abi, ne? Also ich war weiß Gott gut in der Okay. Schule. Wobei es war, glaube ich, der erste Jahrgang Zentralabi. Das war richtig ernüchternd. Also in dem Raum sind richtig viele Tränen geflossen. Ich war eigentlich ganz zufrieden. Dann bin ich. Ah, Bonjour habe ich vergessen. Stimmt, bei Bonjour war ich auch noch richtig lange. Ja, stimmt, da habe ich mich auch 2, 3 Jahre gesehen. Naja, jedenfalls, dann bin ich halt. Nach dem Abi habe ich halt irgendwie Zivi gemacht und mich an der Hochschule beworben und habe ein Semester Bio studiert und habe super schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Also
Ich will Biologie niemandem absprechen, aber ich hatte mir einfach was anderes erwartet. Ich glaube, ich auch mit der falschen Herausforderung. Also, ich musste, habe mein Leben lang gearbeitet und dann war plötzlich Uni und das war für mich so ganz anders auf einmal. Auch war einfach nicht das Richtige für mich. Mhm. Und habe dann, glaube ich, in so eine Nacht- und Nebel-Aktion gedacht: Ey, was interessiert denn dich? Und zu der Zeit habe ich viele Videospiele gespielt und habe mit einem Kumpel so eine Turnierseite irgendwie betreut und so für damals, ja, Strategiespiele. Und dachte, was kannst du denn überhaupt nicht? Und dann dachte ich, ja, Fernsehen und Video habe ich halt null Ahnung von. Also ich wusste nicht mal, wie man Premiere öffnet. So. Und dachte, ja, dann bewerb sich beim Fernsehen am besten. Und habe dann irgendwie so eine Bewerbung gemacht. Hat mir voll viel Mühe gegeben, die war auch ganz schön. Ja. Und habe die halt abgeschickt und dachte, ja, diese Jungs hier, die eine Sendung da mit dem Asiaten und dem anderen. Ja. So, und habe dann mich da beworben und dann am nächsten Tag klingelte das Telefon und dann war Redaktionsleiter dran, ich wurde eingeladen und 2,5 Monate später habe ich in Hamburg gewohnt quasi. Auch so voll krass, in so einem 5 Quadratmeter Zimmer mit irgendwie, weil ich halt auch keine Kohle hatte, es war ein unbezahltes 6-monatiges Praktikum so. Oh. Ja, ja, also ich kann niemandem Vorwurf draus machen, ne? Ich habe das damals so gemacht, weil das für mich irgendwie der einzige Weg war, überhaupt in die Industrie zu kommen. Ja klar, muss und ja. So ist es dann gekommen und danach kam dann so Stopp nach Stopp nach Stopp irgendwie. Also so die Rocket Beans Zeit hat mir halt erlaubt, noch super viele andere Sachen auszuprobieren und mehr zu schreiben. Und ich sage, und Pen and Paper hat mir halt super viel ermöglicht. Ne? Ohne das würde mich halt niemand kennen. So. Und dann hast du selber mit Stream angefangen? Genau. Das war eigentlich vor einer ganzen Weile. Ich habe ja jetzt aufgehört vor 4, 5 Monaten, vielleicht schon 6, ich weiß es gar nicht. Und dann, ich hatte aber 4 Jahre tatsächlich, habe ich gestreamt. Da habe ich, glaube ich, angefangen damals, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich verstecke mich immer so hinter anderen. Mhm. Also ich hatte immer so das Gefühl, ich mache bei allen möglichen Projekten mit, so Rocket Beans, Sponge war und so, und hatte immer so das Gefühl, eigentlich hänge ich da irgendwie, verstecke ich mich immer hinter anderen, weil wenn das dann kein Erfolg ist, kann ich mir einreden, war nicht meine Schuld. Ja. So, und dachte, ja, vielleicht machst du mal ein Medienprojekt, irgendwas, wo du machen kannst, was du willst, und habe dann so ganz naiv mit irgendwie, ja, so, ich glaube, das erste Mal habe ich irgendwie Tischkicker mit 2 Freunden gespielt. Mhm. Und danach habe ich die ganze Zeit gezockt und irgendwann habe ich gemerkt, ja, die Stunde, bevor ich zocke, reden, gucken eigentlich viel mehr Leute und danach geht es nur noch bergab. Und dann waren das irgendwann 2 Stunden, dann 4 und dann war es halt irgendwie regulär, dass ich halt nur geredet habe. Ja, so. Dann hast du ja selber gestreamt. Warst du nicht so übelst erfolgreich? Mhm. Also ich habe gestreamt erst 2 Jahre so. Ja. Und das war eigentlich immer Nebenbeschäftigung. Es hat Geld verdient, ne? Brauchen wir kein Geld draus machen. Ja. So, da habe ich Geld mitverdient, aber das war nie mein Hauptverdienst. Ich habe immer geschrieben, also ich war eigentlich Autor für verschiedene Mediensachen und so. Und dann mit Corona, auch das muss man ja nicht verschleiern, also Corona war für mich finanziell ein absoluter Albtraum so. Ja. Weil ich davor, ich hatte ja gesagt, ich bin vor 5 Jahren ausgewandert und danach bin ich so ein bisschen, ne, rumgereist. Ich war halt irgendwie 30, hatte mich dann zu der Zeit von meiner Freundin getrennt. Und habe irgendwie ja in einem Haus gewohnt, das ich auf Kredit gekauft habe, mitten im Nirgendwo, hatte ein Auto und einen Hund und 2 Katzen und hatte so ein ganz gefestigtes Leben und hatte das Gefühl, jetzt wo die Freundin nicht mehr ist und der Job eigentlich dich nicht an einem Platz hält, wenn du jetzt nicht gehst, gehst du nie. Ja. So. Und aus meiner Familie ist niemand jemals irgendwie ins Ausland gegangen für eine längere Zeit. Ich glaube, ich kenne niemanden, der überhaupt mal im Ausland gelebt hat, so aus meiner Familie. Und dachte ja, vielleicht ist das was, das du für immer bereust, wenn du es jetzt nicht machst. Und dann bin ich halt so aufgebrochen und habe das so finanziert darüber, dass ich im Sommer immer große TV-Produktionen hatte. An denen habe ich mitgearbeitet in Deutschland. Das war so der, ja, das waren so 70% meines Jahreseinkommens oder so. Mm, okay. Und dafür wurde Streamen dann auch immer so ein bisschen pausiert. Dann gab es immer so Phasen, wo ich mal 3, 4 Wochen nicht gestreamt habe, weil ich gerade ein anderes Projekt hatte, das wichtig war. Und dann kam Corona und dann gab es keine TV-Produktionen mehr. Und dann hast du nur gestreamt. Ich hatte zu der Zeit habe ich gar nicht mehr gestreamt. So. Ich hatte da gerade irgendwie eine längere Pause, weil ich ein großes Projekt hatte, das in der Dauerproduktion war und eigentlich so meine ganze Zeit irgendwie in Anspruch genommen hat. Und dann, ich hatte schon eine neue CI angefordert, weil ich Lust hatte, mal wieder zu streamen. Und saß dann in Japan und habe irgendwie so den finanziellen Untergang verwaltet und habe gar nicht so richtig doll Streaming auch so als Karriereplan gesehen. Aber hab dann irgendwie angefangen und dann lief es auf einmal halt richtig gut. Ne? Mhm. Klar, auch Pandemie, viele Leute waren zu Hause. Aber das waren so die ersten Male, die ich mal 2.000, 3.000, 4.000 Zuschauer hatte oder okay. so. Davor und nicht? Dann auch so, nee, also gab es vielleicht mal. Aber davor war so normal. Also es gab mal so eine Zeit, da hatte ich so 600 bis 800. Das war voll krass. Aber dann droppte das auch schnell wieder und da der Durchschnitt so 200, 300. Mhm. Und dann
danach war der Durchschnitt eher so 1000 aufwärts irgendwann. Und das war natürlich dann schon ein extremer Schritt nach oben. Und das war auch zum ersten Mal, ich glaube, irgendwann 2021, Ende 2, ja, wobei doch, doch irgendwann so Mitte 2021 habe ich, glaube ich, zum ersten Mal so mir selber gesagt, das ist mein Hauptberuf. Mhm. Ich bin jetzt Streamer. Mhm. So. Ja, aber dann umso krasser, dass du halt jetzt auch gesagt hast, du hörst auf. Ich sehe es ja die ganze Zeit im Chat so, ich bin mit Hauke voll, die Streams sind nicht mehr da. Ja, ich keine Ahnung, ich habe dir das ja auch schon mal so, ja, irgendwie so als Person gesagt. Ich, ja, glaube, ich muss keinen Hehl draus machen. Mir hat Streaming einfach nicht so richtig gut getan, auf lange Sicht. Am Anfang war das total schön und ich finde kaum was schöner als Interaktion mit Communities und auch so dieser direkte Austausch über Dinge, für die man brennt und sich unterhält. Aber ich hatte eigentlich mal angefangen zu streamen und habe mir immer gesagt, ich möchte nie streamen, um mich als geilen Typen zu inszenieren. Ja. Und irgendwann ist das schon so geworden. Ich hatte halt so das Gefühl, ich setze mich vor eine Kamera, ich bin immer so super defensiv, versuche nur noch meine Meinung irgendwie gegen die von anderen zu verteidigen und blende halt aus, dass eigentlich vor einer Masse sitze, die ich als bereichernd empfinden sollte, habe sie aber nur noch als bedrohlich wahrgenommen und musste mich immer länger und länger auch so richtig aufbauen für Streams. Also ich saß irgendwann wirklich so die zwei Tage, in denen ich nicht gestreamt habe, dann immer nur da und habe versucht, mich mental auf den Stream vorzubereiten. Mhm. Und das war so der Punkt, an dem ich merkte, es wird ein bisschen viel. Und vor allem, eigentlich habe ich mein ganzes berufliches Leben lang immer Sachen gemacht, die dann Leuten präsentiert und mich dann an deren Reaktion zu diesen Dingen erfreut. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich krieg's bei Streaming nicht mehr hin, Dinge zu präsentieren, auf die ich stolz bin. Okay. Also die ich so zeige, dass ich sage, cool, jetzt würde ich gerne deine Meinung dazu hören und dann lerne ich was draus. Sondern ich hatte so das Gefühl, ich produziere nur noch um des Produzierens Willens. Ja. War das dann, also das ist ja dann, also die ist ja dann schon eigentlich realistisch gesehen auch ein großer finanzieller Batzen abgefallen, oder? Oder eher nicht so? Doch schon. Also zu der ähnlichen Zeit ergab sich halt, also ich arbeite ja jetzt seit 2 Jahren, ein bisschen mehr als 2 Jahren schon an einem Videospiel. Coreborn, ja, hatte ich dir auch von erzählt. Ja. Und das kommt jetzt auch dieses Jahr wahrscheinlich in Early Access. Dann hören mal ein paar Leute auch mehr davon. Mhm. Und das war am Anfang natürlich, wie es immer ist, als Gründer eine Nullnummer so. Ne? Ja. Also am Anfang verdient man damit kein Geld. Und irgendwann haben wir letztes Jahr eine Finanzierung bekommen, aber uns am Anfang auch erstmal selber kein Gehalt gezahlt. Erst ab einem gewissen Punkt. Und dann, am Anfang war nie der Plan, dass ich in der Firma zu 100% bin. Ich habe immer gesagt, hey, ich mache noch dies und das und irgendwas. Ich komme so zu 25% rein. Dann ist aber ein anderer Gründer ausgefallen, aus super nachvollziehbaren Gründen. Also so, ne, wirklich mehr so, hey, ist an einem Punkt in seinem Leben, wo er einfach mal leben möchte und nicht mehr arbeiten. Und das kann ich super gut verstehen. Und dann kam so der Punkt, an dem ich merkte, wenn du dich jetzt auf dieses Spiel, also ich habe ganz oft anderen Leuten vorgeworfen, dass sie sich nie auf eine Sache konzentrieren. So in den Medien. Es gibt so tausend Sasser, die immer 100 Eisen im Feuer haben. Und ich arbeite ganz viel mit so Menschen zusammen und sage dann, Alter, wenn du dich auf eine Sache konzentrieren würdest, wird das auch so geil werden, wie du denkst. Ja. So, aber machst du halt nicht. Aus der Angst, dass morgen sonst keine andere Sache mehr da ist. Und daran musste ich mich selber, glaube ich, auch so ein bisschen ändern. Und wie gesagt, Coreborn brauchte dann auch mehr Aufmerksamkeit. Dann kam Coreborn umbenannt, genau, wurde umbenannt, aber kamen dann auch irgendwie meine Mitgründer auf mich zu und haben gesagt, hey, wir bräuchten eigentlich jemanden, der hier kreativ die Leitung übernimmt. Ich persönlich habe mir das gar nicht so zugetraut, weil ich einfach mit Videospielen wenig Erfahrung habe. Also ich habe Medienprodukte realisiert und ich spiele mein ganzes Leben Videospiele und arbeite professionell mit Videospielen und war an Indie-Games beteiligt und so. Aber ich habe noch nie die kreative Leitung für so ein Spiel in der Größenordnung übernommen. So, und dann aber ging ja auch nicht anders. So, und macht schon auch voll Bock. Also super cool, ich will mich überhaupt nicht beklagen, aber ja. Kann mir darunter so gar nichts dann vorstellen, das, das, ne? Ja, also irgendwann auf der Gamescom war, bei der, auf der DevCom, war ein super interessantes Thema. Da saßen mehrere erfolgreiche Creative Director und haben so eine Podiumsdiskussion. Da hat einer gesagt, dass der grundsätzliche Job eines guten Creative Directors ist, seinem Team das Ziel zu zeigen und nicht den Weg dahin. Also ich sage zu einem Haufen kreativer Menschen, ich möchte ein Spiel, das sich sozial anfühlt. Ja. Und das ist dann an ihnen, das so zu interpretieren, natürlich mit, ne, mit dem gemeinsamen Austausch, dass dabei rauskommt. Wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, in dem Spiel kann man sich gegenseitig töten und sich alles wegnehmen, dann sage ich, das ist schon sozial, aber das ist halt nicht die Idee von sozial, die ich jetzt vertreten würde. Okay. Und das ist so das, was man als Creative Director tut. Natürlich in einem größeren Maßstab. Ja. Ne? Du versuchst so die Vision zusammenzuhalten. Also bist du derjenige, der das lenkt, wie es am Ende rauskommt auch? Schon, wobei ich halt, ich will halt nicht absprechen. Also das klingt dann immer so, als ob man sagt, hey, das mache alles ich. Aber ja, ich würde schon gerne beteuern,
der Großteil unseres Teams kann in seinem individuellen Bereich 100-mal mehr, als ich jemals können werde. Mhm. So. Mein Auftrag ist nur drauf zu gucken und zu sagen, ich finde, das passt jetzt gut oder schlecht mit den anderen Sachen zusammen. Mhm. Oder hier ist ein Vorschlag, wie wir unsere Richtung besser einhalten können. Das ist mein Job quasi. Okay. Und wie viele Mitarbeiter sind das? Ich glaube, das ist auch unterschiedlich nach Studio. Wie viele sind das? 35 sind wir jetzt. Wow. Krass. Also natürlich, ich habe noch Mitgründer, ne? Es gibt einen Producer, der kümmert sich um organisatorische Sachen und gibt jemanden, der sich um Human Resources kümmert und so, ja. Und wie verdient man dann, Theo? Also habt ihr ein Büro? Nee, wir sind komplett remote, unser Team sitzt in der ganzen Welt. Aber das war für uns auch von Anfang an klar. Ich finde es immer voll krass. Auf der Gamescom hatten wir zum ersten Mal ein Interview, wo jemand so kam und meinte so, ja, das ist ja auch krass, ihr seid ja remote. Ich so, ja, Digi, willkommen im 20. Jahrhundert oder was. Ich habe seit 7 Jahren in keinem Büro gesessen. Oha. Aber das nicht aus Abfälligkeit, sondern für mich war das irgendwie so klar und für die anderen Gründer auch, also Markus und René, wir haben da nie drüber diskutiert. Ich glaube, es war immer klar für uns, dass wir natürlich ein Umfeld schaffen wollen, in dem jeder aus der ganzen Welt von überall arbeiten kann, wann die möchten am liebsten. Ja. Und dann, okay, aber wo kommt dann jetzt das Geld her, dass man daran was verdient? Mhm. Weil es ist ja noch kein Spiel da, weißt du? Genau, also wir haben einen Investor. Das heißt, du hast quasi eine Idee. Also im Grunde stellst du so einen Katalog auf, der Leute begeistert, wie jede andere Verkaufsveranstaltung auch. Ne? Mhm. Und Coreborn basiert auf UltraCore. Das ist ein Pen and Paper, das bei Rocket Beans läuft. Und die Marke UltraCore gehört mir komplett. Und ich habe die in diese Firma übertragen. Und auch wenn die IP noch nicht weltweit ist, zumindest weiß man ja schon, die Welt scheint ja irgendwie im westlichen Markt gut anzukommen, findet irgendeine Resonanz. Es gibt schon ein paar Leute, die sich interessieren. So ein erstes Checkmark. Sieht immer ganz gut aus. Dann erfahrene Leute. Unser Producer hat 40 Spiele schon gemacht, zum Beispiel. Dann erfahrene Gründer. Markus, unser Mitgründer, hat G-Portal mitgegründet, diesen Serveranbieter. Yeah, okay. Das heißt, ne, darüber, das sieht dann gut aus, dann stellst du einen vernünftigen Plan auf, dann pitchst du deine Spielidee und irgendwann, wenn du Glück hast, sagt jemand, ja, klingt ganz geil, hier ist Geld. Und dann gibst du dafür natürlich einen Teil deines Studios ab. Die machen halt, also ich will jetzt überhaupt nicht, ne, das klingt immer so gemein, aber Investoren tun faktisch wenig, außer dir Geld geben, aber das ist eben auch ihr Job, dir Geld zu geben. So, und ja, und mit dem Geld bezahlst du dein Team, stellst das auf, machst eine ganze Kalkulation und planst dann, bis wann und wann du kommst. Und dann gibt es normalerweise verschiedene Runden. Es gibt so eine erste Funding-Runde, eine zweite, eine dritte und so weiter. Und das macht aber jedes Studio anders. Und dann, wenn ihr dann das Spiel fertig habt und dann verdient dann der, investiert hat, auch daran? Genau, wobei normalerweise das so ist, dass bei einem Investor, die sitzen mit in deinem Studio, die werden nicht ausgezahlt oder so, sondern die haben ja auch ein Interesse daran, dass das Studio erstmal sich wirtschaftlich trägt. Mhm. Investoren wollen, dass du richtig erfolgreich bist und irgendwann wollen die ihre Anteile verkaufen. Ja. Und dann kriegen die das Zehnfache wieder von dem, was die halt reingesteckt haben. Das ist deren, ein Publisher, der zwackt sich ein Stück von deiner Kohle ab. Das habe ich auch als normaler Marktnutzer sitzt man, glaube ich, gerne da und denkt so, Publisher klingt doch voll geil. Das ist schon auch ein harter Deal, der oft bedeutet, dass du viel kreative Freiheit und ganz viel finanziellen Spielraum abgeben musst. Ah, okay. RBTV beteiligt? Nee, die sind daran gar nicht beteiligt tatsächlich. RBTV hat mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun. Außer natürlich, dass wir spielen UltraCore als gleiches Universum bei denen. Aber mit dem Spiel haben nichts zu tun. Ich bin sehr gespannt. Also ich gucke mal so, was ihr da für Updates rausbringt. Ich habe letztens geguckt, wie hoch ihr bauen könnt und sowas. Irgendjemand hat sich so weit hochgedacht, dachte ich, what the fuck, wie groß ist das denn? Ja, das Stability-System haben wir noch nicht gemacht. Also noch kann man so hoch bauen. Ach so, noch. Die Welt ist jetzt ein Drittel von Skyrim, also von der Skyrim-Map, in der Alpha-Map. Das ist quasi unsere Test-Map. Und später wird die doppelt so groß. Plus, es gibt noch weitere und so, aber ja. Okay. Das ist ein Survival-Game quasi und diese Survival-Karte ist so groß. Ist das also, macht man dann einen eigenen Server auf sozusagen oder wie läuft das dann? Oha, ich versuch's mal so kurz zu erklären, damit es nicht zu einem Game-Pitch ausartet. Okay. Wir halten diese ganz, also Survival-Games sind obergeil und darum kommen da auch so viele von raus. Ja. Aber für die meisten Leute ist das jetzt nicht so sexy, in den Server-Browser zu gehen, auf EU-West-35B-2x25-Night-Only zu joinen. Ja. Und darum machen wir das nicht. Bei uns ist das so, dass du in einer zusammenhängenden Welt auf einem Server bist. Du bist auf einer Survival-Map mit ungefähr 200 Leuten. Ja. Von denen können so 20 bis 60, das ist so eine technische Limitierung, können live spielen. Mhm. Du baust auf der Map, ihr teilt euch alles, die Ressourcen sind für alle und so. Jetzt gibt's aber eine Hauptstadt. Und wenn du in die gehst, kannst du alle Leute treffen von all diesen Survival-Servern. Okay. Das heißt, da laufen auch Leute rum, die sind auf einem anderen. Ich habe hier so Trauermücken. Auf dem sind auch Leute von anderen Servern.
Ja. Und dann gibt es sowas wie, also wir nennen das Adventure, das ist sowas wie Instanzen. Ja. Das heißt aber nicht, dass es immer eine Instanz ist. Das kann auch ein Rennspiel, Fall Guys oder irgendwas sein. Und auch da kannst du mit jedem zusammenspielen. Du drückst also einen Knopf und sagst, ey, ich will die Verteidigung von Ios spielen oder so. Und dann musst du so einen Horde-Mode machen, wo du Monster bekämpfst. Und das können 4 Leute mit dir oder 5 Leute mit dir machen, die von allen möglichen Survival-Maps kommen. Oh. Und du kannst diese Server wechseln, aber das machst du nicht über einen Serverbrowser, sondern du sagst dann, ich will lieber mit Peter spielen und Peter wohnt auf einer anderen Welt. Dann kann man theoretisch auch zusammenbauen eigentlich. Genau, genau. Du kannst mit deinen Freunden zusammen spielen und es ist nur auf Soziales bauen. Das ganze Spiel ist sozial, es gibt kein PvP, die Idee ist null kompetitiv. Es geht darum, gemeinsam quasi was zu erschaffen, das dann in dieser Welt verankert ist. Ich will das jetzt spielen. Ja, sorry, sorry. Also tatsächlich, die Alpha ist ziemlich nah, muss unserem Discord beitreten. Wenn du willst, kann ich dir einen Alpha-Key ja. schicken. Ist aber nur eine Alpha natürlich. Ja! Ja. Das darf ich nicht streamen, oder? Doch, doch, kannst du streamen. Oh, das darf ich streamen? Also solange du irgendwo mal erwähnst, dass es eine Alpha ist, darfst du es theoretisch auch streamen. Oh. Also ich hatte dich eh schon auf so einer Ab-Beta-Liste, weil Beta ist das gepolischte. Also in der Alpha kann man bei uns nur bestimmte Features testen. Du kannst schon rumlaufen, die Map gibt's schon, du kannst dir schon Sachen angucken und so. Du kannst schon Häuser bauen und Ressourcen farmen. Aber wir testen nur unser Town-System. Unser Town-System ist soziales Bauen, dass du gemeinsam mit anderen so eine Art Stadt erschaffen kannst. Oh, wie und geil. Nur das testen wir. Only PC, nur, also am Anfang ja, aber das wird übergreifend. Das wird Konsole, Mobile und PC. Wie cool. Ja, ich bin, also für mich ist wirklich Nummer 1 ist immer Survival, steht bei mir mal ganz oben als Genre. Ich finde das halt auch mega geil, darum bauen wir auch ein Survival-Game, weil ich Survival richtig geil finde. Ja, aber, dieses, würdest du dann sagen, es unterscheidet sich krass von den anderen Survival-Games, die schon existieren? Also ich würde sagen, dass, und damit möchte ich überhaupt keinem Survival-Game so nahe treten, aber ich persönlich als Spieler habe PvP nie als ein gutes, als eine gute Zutat im Rezept Survival Game wahrgenommen. Ja. Es ist eine super gute Möglichkeit, Content zu erzeugen. Er hält ein Spiel ganz lange, heiß und so, voll cool. Aber ich habe halt immer das Gefühl gehabt, ich drop rein und ich suche sofort nach einem Weg, wie ich aus dem PvP wegkomme, weil es mir einfach keinen Bock macht. Ich bin kein kompetitiver Spieler. So, und ich war in Rust richtig gut. Ja. Aber das, die Konsequenz war einfach immer, dass ich gespielt habe. Irgendwann sind die Leute nicht mehr auf meinen Server gegangen. Coreborn heißt das Spiel, sorry. Geil. Sorry, wenn ich so will, aber ja. Hey, das und ich würde geil. Sagen, der größte Unterschied ist dieses Übergreifende, dass du mit mehreren Leuten spielen kannst. Dass wir so Sachen wie, wenn du in Rust mal so ein. Hast du das. Spielst du Rust viel noch? Ja. Wahrscheinlich, ne? Ja. Hast du das Halloween-Event mitgemacht oder Weihnachten, wo du in diese Dungeon-Dinger gehen kannst? Ja, dass die. Ja, konntest du. Ja. Aber stell dir das größer vor und da passiert wirklich was und das ist ein eigener Spielmodus und so. Und davon gibt es dann verschiedene und die ändern sich regelmäßig. Ah. Also es gibt so eine Art Season-System. Wenn du montags einloggst, kann das was anderes sein, als wenn du Dienstag einloggst. Klar, ne, alles, ne, wir sind immer noch in der Entwicklung und so, aber ja. Und Langzeitfaktor, wie groß? Ja, die Idee ist ein Live-Service-Game, ne? Wir wollen das ein paar Jahre betreiben. Also die Idee ist schon regelmäßig Content-Updates. Wir arbeiten jetzt am ersten Content-Update schon, um nach Early Access schnell ein Content-Update zu haben. Ja. Geil. Und In-Game-Voice? Also, In-Game-Voice, finde ich, kann mega geil sein. Ja. Kann aber auch so geht's so sein. Ja. Und ich finde, In-Game-Voice sollte immer so sein, dass ich das kontrollieren kann oder es nur stattfindet, wenn ich das auch stattfinden lassen möchte. Ja. Also bei uns gibt es zum Beispiel so ein Town und das sind Leute, die du kennst, die in dein Town können. Ja. Und dann könnte man sagen, in deinem Town ist es dann an. Oder in der Hauptstadt gibt es eine Ecke, in der ist das an. Ah, okay. So, aber überall, ja, muss man, ist glaube ich auch viel Spielerfeedback, ne? Das ist so ein typisches Spielerfeedback. Ja, aber ich glaube, also In-Game-Voice ist ja für viele immer 12 von 10, aber ich. Viele Spiele haben halt dieses Problem mit dem Delay, mit der Qualität. Ja, ja. Also ich glaube, das ist echt schwer. Also steht auf unserer Liste, ist halt super viel. Darum gehen wir jetzt auch so früh ins Testing, darum wollen wir so früh in Early Access gehen, weil wir eben wollen, dass wir früh Leute drin haben, die uns Feedback geben und sagen, ey, das finden wir cool, das finden wir nicht cool. Ja, geil. Okay, wann ist die Alpha? Darf ich noch nicht verraten? Aber es ist, also, es ist soon, aber wirklich so richtig soon. Also wir reden eher von Wochen als Monaten. Oh,
Oh nee, nicht noch. Jetzt kommt da noch Februar. Also wenn man sich dafür interessiert, wie gesagt, kannst du im Discord, dir schicke ich einen Key, aber man kann im Discord einfach beitreten. Ja. Und auf unserem Discord, da geben wir dann bekannt. Und in der Alpha wirst du halt in so Wellen eingeladen. Das Ding ist, die Alpha ist halt kein richtiger Test für das Spiel, sondern für unsere Features. Ab der Beta sind dann so gut wie alle Features, die zumindest zu Early Access drin sein werden, drin. Und werden schon mal in rudimentärer Form getestet. Okay, oh, scheiße, das ist bestimmt mit Korban erweitert. Ja. Das war jetzt genau, die Gebiete kommen dann dazu. Wir machen so Content-Updates. Genau, deshalb, nach dem Early Access haben wir dann schon einen Plan, wann dann das erste Update kommt. Das ist halt eine riesige Region. Das ist quasi nochmal ein Drittel der Skyrim-Map obendrauf. Geil. Dann. Ich bin sehr gehypt. Ich hoffe, das wird, also ich glaube, das wird sehr durch die Decke gehen. Ja, ich hoffe. Das wird es auf jeden Fall. Wenn nicht, bin ich am Arsch. Nee. Aber klar, hoffe ich natürlich auch. Aber ist schon der Punkt gekommen, also wir hatten mehrere Punkte, wo uns, jetzt muss ich mich politisch korrekt ausdrücken, weil wir mit sehr großen Investoren arbeiten, an dem uns moderne Technologieformen wiederholt präsentiert wurden, mit denen wir uns nicht zu 100% identifizieren können. Ja. Und dass man das nicht tut, macht es aktuell im Videospielmarkt schwerer, weiteres Geld aufzutreiben. Okay. Wir haben genug, um dieses Spiel vernünftig zu entwickeln. Mehr Geld ist aber grundsätzlich schon auch immer gut. Ja. Aber ja, das heißt, für uns hängt von diesem Spiel, also vom Erfolg, wie bei fast jedem Indie-Studio, natürlich super viel ab. Ja. Einfach so. Okay. Ja, kriegen wir hin. Easy. Der Discord-Server ist open for all, sorry. Ja, da können wir dann alle rauf. Geil. Ah, ich meine, ist okay. Du darfst ja nicht so viel sagen. Ja, also ich darf viel dazu sagen, was das Spiel wird. Ich darf nur nicht sagen, wann. Aber hauptsächlich, weil ich dürfte das natürlich. Ich will nur nicht, weil wenn wir das dann verschieben, ist immer super frustrierend. Ja, wenn wir ein Datum sagen, wollen wir uns dann halten. Habt ihr auch so Klassenjobs-Zeugs? Also, es gibt Crafting im Spiel, auf jeden Fall. Auch sogar jetzt schon. Mhm. Es wird Skills geben, über die du dich spezialisieren kannst auf bestimmtes Crafting. Ja. Es wird keine Klassen geben, aber es gibt verschiedene Waffen und Spielweisen, die wir dann so machen, dass Spieler quasi Spielerinnen gestalten können, wie sie spielen wollen. Ich würde sagen, wir sind nicht auf MMO-Level. Unser Kampfsystem würde so ein bisschen, wir versuchen da hinzukommen, wo zum Beispiel ein Dauntless ist. Nicht das typische Survival-Game-Ding, wo man nur auf irgendwas drückt und schießt oder schlägt oder keine Ahnung. Und das meine ich auch wieder überhaupt nicht abfällig, sondern schon ein bisschen actionlastiger, mit wenig Waffen, die aber viele Möglichkeiten bieten. Deswegen zum Beispiel in der Alpha wird es nur eine Waffe geben, in der Beta dann wahrscheinlich eine zweite und zum Early Access dann zwei oder drei Waffen. Und nach mit Regionen kommen da noch mehr Waffentypen. Also eine Waffe ist ein Waffentyp für uns und dann kommen mehr dazu. Okay, mit oder ohne Clansystem? Ja, also es gibt Towns und ein Town ist quasi eine Gemeinschaft. Da kannst du sowas wie einem Clan beitreten, ja. Ja, geil. Du kannst aber mehreren beitreten. Du kannst halt in 50 Towns wohnen. Okay. Ja, könnt ihr schon mal alle auf die Wishlist packen. Perfekt. Ja, fände ich auch gut. Ist auch auf Korborn.gg. Also Korborn.gg ist das verlinkt. Kann man direkt wishlisten. Ach so. Oh, ja, das machst du einfach hier. Oh, das ist ja easy. Hat eine Website und alles. Fast wie ein richtiges Spiel. Wow, guck mal hier. Die Sachen sind jetzt, glaube ich, alle saualt und hässlich. Oh, geil, danke dir fürs Link steuern. Ja, aber nee, und wir haben einen YouTube-Channel, machen regelmäßige Videos. Kannst du sonst auch super gerne mal reingucken. Da sind auch Videos, die erklären das ganze Konzept mal ein bisschen länger und so. Ja, ja, habt ihr schon. Also ist das viel für Discord 12.000? Kenne mich da nicht aus. Für unsere jetzige Zeit ist das mega viel. Ja. Weil sie halt nicht mal released. Wir haben ja nichts eigentlich, was wir zeigen können. Ja. Allgemein natürlich, ne? Also sind normale große. Ich glaube, das ist immer das Ding. Als normaler Kunde, normale Kundin, fällt es einem immer schwer, noch einen normalen Maßstab für was ist groß, was ist klein. Ja. Für uns ist das riesig. Für ein Indie-Studio, das kein releasedes Spiel bisher hat, ist das riesengroß. Geil. Macht ihr auch Merch dann? Ich hoffe. Ich hoffe, wir machen Ghibling und andere Sachen als Plüschtiere. Oh, cool. Oh Mann, oh, das ist voll schlimm. Ich konnte da so ewig drüber reden. Ich will alles wissen. Ja, wie gesagt, ich kann immer gerne auch noch mal zu dem Thema kommen, wenn die Alpha ist oder dir das ja, mal erzählen. Bitte. Ja, bitte. Geil. Okay, haben wir das fertig. Okay, ich muss jetzt da aufhören. Genau, aber das ist, was ich jetzt beruflich mache. Für mich eine riesen Chance, mega cool. Mega geil. Und das hat dazu beigetragen, dass ich
jetzt auch quasi, und damit kommt vielleicht dann das Thema Japan so ein bisschen, ich bin zum ersten Mal auch festangestellt. Ich bin jetzt vollwertiger japanischer Festangestellter. Ich bin fast so gut wie normale Menschen auf dem Papier. Ja. Nee, aber ja, das mache ich jetzt. Also am Anfang habe ich geschrieben und produziert, dann habe ich zwischendurch andere Medien produziert, aber gestreamt, dann immer mehr und mehr und mehr gestreamt. Und jetzt mache ich fast ausschließlich, oder ja, eigentlich ausschließlich, mit so ganz wenig Nebendingern für andere Sachen, mache ich Videospielentwicklung. Okay. Bist du, bevor du nach Japan ausgewandert bist, schon hingereist mal? Ja, ne? Wahrscheinlich. Ich bin 2013 beruflich einmal in Japan gewesen. Ja. Und dann dann war ich lange nicht hier. Und dann bin ich, glaube ich, 2018 das nächste Mal. Dann 2019 zweimal und dann war ich auch schon hier. Okay, krass. Und warum Japan ausgerechnet? Das ist so eine ganz lange, also in kurz die Geschichte. Irgendwann war ich noch relativ klein und wir hatten früher kein Privatfernsehen. Ich weiß auch nicht warum. Voll spät haben wir das erst bekommen. Wir hatten so öffentlich-rechtlich, musste auf dem Röhrenfernseher sitzen, obwohl mein Vater Ingenieur ist. So. Ja. Und irgendwann, als wir das dann hatten, haben wir so viel ferngesehen, wie es geht. Und irgendwann sonntags lief, glaube ich, weiß nicht, ob das da schon Kabel 1 war oder so. Ich kann mir nicht, irgendein Sender lief auf einmal am Sonntag ein Godzilla-Film. Mhm. So, und ich fand das halt mega faszinierend, aber ich fand das am allerfaszinierendsten, diese Szenen, in denen die Menschen nur geredet haben. Mhm. Dann habe ich meine Mutter irgendwie gefragt, so, ja, was ist denn das? Und dann meinte sie, ja, das ist japanisch, das ist in Japan. Und als Kind, ich hatte ja überhaupt kein Verständnis dafür, dass es andere Orte auf der Welt gibt, wo Leute, mir war schon bewusst, klar, Leute sehen irgendwo anders aus. Yeah. Aber dass das ein real existierender Ort ist, an dem Menschen Leben führen, das ist ja ein Konzept, das ist noch sehr abstrakt für ein Kind. Und dann war das war so das erste Mal, dann über die Jahre immer mehr so ein bisschen dafür interessiert. Interessanterweise ist Popkultur nicht so richtig meins. Also ich gucke Anime, ich habe schon mal einen Manga gelesen und ich kenne viele Sachen, aber ich bin überhaupt nicht leidenschaftlich dafür. Und japanische Videospiele kommen bei mir eher gar nicht gut an. Oh. Also nicht, weil ich die schlecht finde, aber ich brenne nicht dafür. Okay. Also ich spiele Final Fantasy und danach vergesse ich es wieder. Okay. So. Und kann aber sagen, super gemachtes Spiel, nur halt einfach, nicht dein mich holt es halt nicht ab. Genau, genau. Ja. Und dann irgendwann, weiß ich gar nicht mehr, 2011 oder so, da habe ich schon bei Game One gearbeitet, dachte ich, ja, ich glaube, du brauchst mal ein Hobby, so. Ich habe halt nur gearbeitet und Videospiele waren davor mein Hobby. Ich hatte so das Gefühl, ich brauche irgendein Hobby, das mir irgendwas bringt, aber auch nicht so richtig. Und dachte, ja, Japanisch lernen vielleicht, ne, ist schon irgendwie nützlich. In der Branche, aber jetzt auch nicht richtig dolle, weil dich die Spiele nicht so interessieren. Und dann habe ich angefangen mit Sakiko Watanabe, meine damalige Lehrerin, Japanisch zu lernen. So einmal die Woche bin ich dann irgendwie rausgefahren an den Rand von Hamburg und habe Japanisch gelernt. Mhm. Ging über so ein Jahr oder so und irgendwann musste sie wieder zurück, voll die tragische Geschichte, weil irgendwie gesundheitlich was war. Und dann habe ich komplett aufgehört, alles wieder vergessen. Das vergisst man so schnell. Genau, aber das war so die erste Zeit, wo ich zum ersten Mal dachte, ey, wenn Leute irgendwie haben alle so einen Traum und vielleicht sollte ich auch mal irgendwie einen Traum haben und hab mir dann gesagt, ja, mal ein Jahr in Japan leben wäre schon geil so. Ja. Yeah. Und dann wollte ich nochmal studieren. Yeah. Weil ich dachte, ja, du kannst ja auch nicht als unstudierter Otto rumlaufen und so. So, ja. Und hab dann angefangen zu studieren und hab dann ein Auslandssemester in Japan machen wollen. Hat das alles beworben und das war schon alles geil und es war auch voll der krasse Hassel, weil meine Hochschule keine Partnerhochschule hatte. Darum musste ich irgendwie 350 Unis in Japan die Webseiten durchforsten, bis ich zwei gefunden hatte, die einen ohne Partneruni nehmen. Mhm. Und war alles gebongt und dann ist das Visum abgelehnt worden. Weiß ich auch nicht so genau, warum. Einfach so? Was denn? Ja, es kommt wohl mal vor. Ich war dann auch beim Konsulat und so und da hieß es, ja, es gibt's halt einfach. Die Hochschule hat irgendwas falsch gemacht und ein abgelehnter Visa-Antrag resultiert in der Regel in einer Visasperre für ein Jahr. Also du kannst dann nicht einfach sofort wieder beantragen. Zumindest war das damals noch so. Und dann habe ich das irgendwie so begraben, den Traum. Dachte dann so, ja, es wird eh nichts. Und 2013 kam dann irgendwann, da war ich gerade gar nicht fest bei Rocket Beans, der Anruf von Micha Petrescu, das ist der Redaktionsleiter, und meinte, Hauke, wir haben eine Anfrage, jemanden nach Japan schicken. Keiner hat so richtig Zeit, aber vor allem haben wir an dich gedacht, hast du Bock? Und dann sind wir halt hingefahren, das war das Allergeilste. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben irgendwo gewesen und habe gedacht, krass, das könnte was sein. So. Da hast du noch nicht also, japanisch Also wenn du irgendwo gekonnt. Sonst hingehört, dann hier. Nee, so gut wie gar nicht, da konnte ich Hallo sagen. So. Und bin dann danach wieder nach Hause und hab's wieder irgendwie so auf die lange Schiene. Ja, das hat eine Freundin und man hat ein Leben und man arbeitet. Und ich glaube, das kennen alle so, ne? So die Vision, was zu tun und was wirklich tun. Ja.
ja, und als dann mit 30, als dann irgendwann diese Trennung kam und so, dachte ich, ey, jetzt ist Aufbruchszeit. Und wollte erstmal ein paar Sachen ausprobieren, war dann ja so eine Zeit Digital Nomad quasi, hab dann irgendwann gemerkt, das ist nicht so der Lifestyle, den ich für mich jetzt auch wieder niemandem zu nahe treten, aber für mich ist das nicht das Richtige. Und hab dann gedacht, jetzt machst du mal eine Liste von Ländern und da stand Japan halt auf der 1. So. Ich hatte irgendwie noch die Türkei aufgeschrieben und Neuseeland und Sachen, wo ich dachte, wäre ja cool, da mal hinzugehen und zu gucken, ob es dir nicht gefällt. Mhm. So, und dann bin ich nach Japan, dann kam Corona und saß ich eh fest, dann war es entschieden. Boah, das ist da. Da gab es auch noch so Visa-Hack-Mack und ich durfte dann das Land nicht verlassen, sonst wäre mein Visa annulliert worden und all solche Sachen, aber ich fand das jetzt auch nicht schlimm, ich war dann gerne hier. Wann, also Corona ging ja wirklich im Januar, war das Januar 2020? Ja. Ja, ich war, nee, ich bin im Februar oder März bin ich angekommen. Ich war auf einem der letzten 5 Flieger, die noch ins Land gekommen sind, bevor die 16 Monate das Land komplett geschlossen haben. Alter. Also am Flughafen wurden hinter uns schon Sachen weggeräumt und so, also voll krass. Ja, März, kann sein, ich glaube 12. März, ich weiß auch nicht mehr wann, irgendwann so, müsste ich mal, ich glaube 12. März bin ich hier gelandet. Ja. Yeah. Ich bin am 11. März aus der Schweiz geflogen, weil ich da Freunde in der Schweiz besucht hatte, da wurden schon die Flüge aus Deutschland gecancelt. Krass. Mit was ja. Bist du rüber? Also nur Klamotten. Ja, also ich hatte dann ja, ich habe ja schon 2 Jahre nur aus dem Koffer. Es gibt sogar ein Video auf YouTube, wo ich alles vorstelle, was ich besitze. Ach so. Und ich hab 2,5 Jahre nichts besessen, außer einen Koffer, einen Rucksack und was ich am Körper trage. Das war geil. Also ich habe das Haus habe ich verkauft, weil ich wollte es eigentlich vermieten. Und dann kamen aber Freunde und haben gesagt, ey, das ist unser Traumhaus. Ja. So, wir wollen hier ein Kind machen und hier glücklich werden. Und sagst ja nicht nein, so. Das war wirklich so Klischee. Hab dann irgendwie eine Summe auf den Zettel geschrieben und gesagt, ey, tiefer geht echt auf keinen Fall. Haben sich das 3 Tage überlegt und haben das dann genommen. Ist auch ein wunderschönes Haus. Ich habe es auch noch schöner gemacht. Und dann habe ich entschieden, ey, wenn du jetzt verkauft hast, jetzt wirst du alles los. So. Ah, du hast, okay, verkauft direkt. Am Anfang dachte ich noch, ich behalte so 20 Kisten. Ja. Und dann stand ich so vor diesen 20 Kisten und dachte so, ja komm, 10 tun es auch. Und dann stand ich vor diesen 10 und dachte, ja wenn, dann richtig. So. Und hab gedacht, ja, jetzt machst 2 draus. Ach. Und eine Kiste sind nur Akten, die man in Deutschland behalten muss. Und die zweite sind Erinnerungsstücke. Und das ist alles, was in Deutschland noch steht von mir quasi. Wo hast du das? Wo hast du die stehen? Bei meinen Eltern, die beschweren sich auch schon. Ich muss das jetzt jedes Mal Stück für Stück rüber. Wenn ich nach Deutschland fliege, habe ich immer den kompletten Koffer voll mit Geschenken. Und wenn ich zurückfliege, ist immer alles voll mit Zeug, das ich wieder hernehmen muss. Weil diesmal hatte ich Weihnachtsgeschmuck. Also ich hatte alles voller Christbaumkugeln, weil die in Japan sauteuer sind. Oh lol. Okay, dann bist du dann am März rüber, dann war direkt Coroni und dann hast du da so eine kleine Wohnung gehabt dann? Ich hatte ein Airbnb. Oh. Stolze 12 Quadratmeter. Oh mein Gott. Und da habe ich die ersten 7 Monate gelebt. Das Ding ist, also ich kam hierher und Japan hat eine mega dumme Regelung eingeführt. Ja. Du bewirbst dich für ein Visum, dann wird das bewilligt, dann musst du nach Japan, um dein COE, Certificate of Eligibility, abzuholen. Damit musst du wieder nach Hause fliegen und bei der Botschaft in deinem Heimatland darfst du dann das Visum abholen und dann wieder einreisen. Sau dumm, das wird zum Glück jetzt auch wahrscheinlich wieder abgeschafft und so, keine Ahnung, wer sich das überlebt hat, so. Aber das ging doch gar nicht wegen Corona. Nee, genau. Ich gehe also zum Ding, hab mein COE, Gebe ihr das und sag, was mache ich denn jetzt? So, ne? Weil ich wollte es halt abgeben. Und dann nimmt sie das und sagt halt, ja, also ein Visum kann ich Ihnen halt nicht aushändigen, weil alle Visa gesperrt wurden. Also Visa-Aushändigung ist gesperrt. Aber ich sage, ja, mein Visa ist ja schon bewilligt. Und dann sagt sie, ja, stimmt, kein Problem. Dann meine ich, kann ich das wieder haben? Und sagt sie, nee, das geht nicht. So. Und ich, wie, das geht nicht? Und sie, ja, dafür gibt es jetzt keinen Ablauf, dass sie das wieder kriegen. Und da meine ich, ja, aber dann kann ich ja hier nichts machen. Ich habe ja kein Visum und so. Nee. Und wenn sie jetzt ausreisen, ist es auch ein Bruch. Weil, also, die hatten dann diese Regelung abgeschafft, außer Kraft gesetzt für die Zeit. Aber ich durfte das Land nicht verlassen, weil du während der Aushändigung deines COE zu der Visa-Transfer darfst du das Land nicht verlassen oder durftest du in der Phase nicht. Das heißt, wäre ich nach Deutschland gereist, wäre mein Visa annulliert worden. Ich hätte ein Jahr lang Visasperre bekommen. Oh mein Gott. So. Aber ich hatte ja auch nichts in Deutschland. Ja. Also, in Deutschland hat das Haus meiner Eltern, mein Papa hat Asthma, so. Ja. Da fahre ich halt nicht hin während Corona. Ich habe keine Wohnung, kein Zeug und dachte, ja, ist auch egal. Und dann habe ich am Anfang dieser Butze gesessen. Und nach 6, 7 Monaten habe ich, glaube ich, mein Visum bekommen. Kann auch kürzer, vielleicht waren es 5, ich weiß nicht mehr so genau. Ich habe mal so einen ganzen Podcast darüber gemacht. Der ist leider aktuell nicht im Internet, weil FIO ja nicht mehr existiert, aber. Oh. Genau, und dann habe ich das Visum bekommen und dann durfte ich erst eine Wohnung mieten. Wie krass, aber sind die da auch so wählerisch so, weil du bist ja nicht aus Japan? Ja, also
90, ja, wobei, ja doch, im Moment sagen viele 90, sagen wir, sind mal großzügig, 80% aller Wohnungen in Japan stehen dir kategorisch nicht zur Verfügung, keine Ausländer. Also es spielt überhaupt keine Rolle, wo du her bist, keine Ausländer. Also das ist in Japan völlig legal, das ist ganz normal, Vermieter schreiben in die Anzeige, keine Ausländer. Dann fallen nochmal so 10-15% weg, wenn du nicht bei einer japanischen Firma festangestellt bist, weil du einen Bürgen brauchst. Ja. Und niemand bürgt einfach für dich. Ja. So, dass du musst jemanden gut kennen in Japan, weil das ist schon, das bedeutet, dass der zahlt für dich, wenn du nicht zahlst. Ja. Und so, das ist schon eine Verpflichtung. Mhm. Und ich hatte ja keinen japanischen Arbeitgeber. Ja. Die meisten Ausländer hier haben das, ne? Du kommst ja meistens zum Arbeiten her oder ist eine Festanstellung oder so. Ja. Dann Sprache spielt auch nochmal eine Rolle. Also wie gut ist dein Sprachniveau? Meins war damals quasi so gut wie non-existent. Also ich habe dann erst so richtig angefangen zu lernen. Weil ich ursprünglich ja dachte, ich komme her, guck mich mal um, guck mich mal nach einer Wohnung um. Und wenn das alles klappen würde, dann fliege ich nochmal weg und fange schon mal an zu lernen und so. Und wenn ich dann wiederkomme, dann passt das. Ja, ja, ging ja nicht. Nee, genau. Und dann aber irgendwann habe ich eine Wohnung gefunden. Ich habe das über eine Maklerin halt gemacht. Das ist in Japan auch, der Wohnungsmarkt funktioniert ganz anders. Also in Japan darf man keine Wohnung privat an irgendwen vermieten, sondern jede freie Wohnung muss dem zentralen Wohnungsregister mitgeteilt werden. Das hat auch für das alles so mega komplex. Das hat einerseits was damit zu tun, dass es sich das für uns natürlich gut anfühlt, dass man denkt, cool, alle Wohnungen sind mal in so einem Register, das sich jeder angucken kann. Mhm. Ist aber auch Yakuza-Vorbeuge. Also der Wohnungsmarkt war voll krass in Yakuza-Hand eine Zeit und so. Und darum wurde dann dieses Register eingeführt. Ja. So, und dieses Register, auf das können aber nur professionelle Firmen zugreifen. So, das sind aber auch Websites, wie Sumo ist so eine ganz, also Sumo mit Doppel-U ist eine ganz große in Japan. Und du gehst dann zu einem Makler oder einer Maklerin, die guckt sich mit dir die Wohnung an. Die Wohnung hat aber auch nochmal eine Management-Company. Also eine Firma, die verwaltet das. Dann gibt es den Besitzer der Wohnung dahinter noch. Und das ist quasi das Setup. Und all diese Menschen wollen ja bezahlt werden. Mhm. Das heißt, in Japan kostet der Einzug in eine Wohnung in der Regel so 4 Monatsmieten oder so. Zwei davon sind immer weg. Eins ist Key Money. Das musst du jemandem einfach geben, weil ist so. Punkt. Also hier wird so getan, als würde das an den Besitzer gehen. In Wirklichkeit geht das an diese Management-Company. Ja. Dann musst du ein Honorar an deinen Makler, seine Maklerin zahlen. Das musst du immer. Also Leute, ich suche mir die einfach selber. Wenn du die selber suchst, gehst du auch in das Büro von einem Makler. Und der hat die Wohnung, weil du nicht an dieses Register kannst. So. Dann musst du mindestens einen Monat, meistens 2 Deposit bezahlen. Also einfach Kaution, die kriegst du wieder. Denkst du, du kriegst die niemals wieder. In Japan Wohnung, wenn du einziehst, also auch das ist wieder alles so komplex. In Japan sind Häuser quasi nichts wert. Wenn ein Haus 35 Jahre alt ist, ist sein Wert faktisch minus. Also ist null. Niemand kauft gebrauchte Häuser. So, das ist super der winzige Markt in Japan. Das bedeutet, Häuser werden irgendwann abgerissen und neu gebaut. Voll scheiße natürlich so, aber ist so. Und man denkt erstmal voll verschwenderisch, hat natürlich auch viel mit Erdbeben zu tun und so. Die Erdbebenstandards erhöhen sich ständig. Ja. Modernere Gebäude sind besser gegen Erdbeben geschützt. Niemand möchte in diesen alten Buden wohnen, die potenziell zusammenfallen. Ja. So. Und das Resultat ist aber auch, in Japan gibt es halt, der Leerstand ist, 40 von 100 Häusern stehen leer in Japan auf dem Land. Ist voll krass, aber naja. Und dann ziehst du in diese, also ja, das ist dann so der Ablauf, genau. Wo war ich? Ah ja, genau. Das ist der Ablauf. Du zahlst dann halt all diese Gebühren, dann ziehst du ein und beim Auszug wird diese Wohnung immer renoviert, als ob da noch nie jemand gewohnt hat. Also du ziehst in eine Wohnung ein, alle Wände sind gestrichen. Du darfst auch keine Löcher in die Wand machen und so. Grundsätzlich, das Klo kommt neu, das Waschbecken kommt neu und so. Das kommt alles neu und das bezahlst alles du. Von der Kaution. Wenn du ausziehst. Korrekt, genau. Du ziehst halt in eine nagelneu schön gemachte Wohnung, aber das zahlt halt der Vormieter mit seiner Kaution. So. Oh mein Gott. Du kriegst schon noch was wieder davon meistens. Aber da, und die Reinigung kostet auch erstmal 400 Tacken. Jede Wohnung wird halt grundgereinigt. So. Dann kommt eine Firma und geht mit dem Oro, also mit dem Q-Tip in jede Ecke. So. Das hast du auch nur da. Ja. Kann man in Japan als Deutscher ein Haus kaufen? Ja. Ich dachte, man darf überall einfach Häuser kaufen, aber es gibt nicht so viele Länder, wo man das darf. Du darfst als Deutscher einfach ein Haus kaufen. Kaufen ist auch alles scheißegal. Gehst in die Bank, wenn du die Kohle hast, viel Spaß, kannst so viel kaufen, wie du willst. Interessiert niemanden. Du brauchst nicht mal ein Visum, um ein Haus zu kaufen hier. Also kannst ein Haus besitzen, darfst aber nicht drin wohnen. Hä? Das ist so. Also ich musste auch, ich denke auch immer so an den Kopf fassen Momente, bis dann irgendwie ein japanischer Kumpel zu mir meinte, ey, ich habe gehört, in Deutschland darf ich ein Haus mit Bargeld kaufen. Und ich so, ja, kann man machen in Deutschland. Alter, wenn du da mal drüber nachdenkst, ne?
Das ist ja die Geldwäsche schlechthin. Wie dumm ist denn das, dass ich mit Bargeld alles kaufen kann? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht vorher. Das ist absolut absurd. Und das hat meinem Kumpel, dem ist das Gehirn geplatzt. Weil der meinte, das ist ja völlig bescheuert. Ja. Aber naja. Okay, krass. Ja, und du hast dann die Bude gekriegt. Ja, ich ziehe jetzt ja wieder um, aber ist weil mein Vertrag ausläuft. Also die Wohnung ziehe ich jetzt, ich habe in meiner ersten Wohnung gewohnt. Ja. Dann bin ich mit meiner Partnerin zusammengezogen. Ja. Das war ein absoluter Albtraum, will jetzt nicht zu viel ins Detail gehen, aber wie es manchmal so ist. Ich glaube, viele Menschen nehmen mal eine sehr, sehr herbe Beziehung hin, die ganz anders läuft, als man sich das erhofft hat. Mhm. So war diese Beziehung und vor allem die Trennung, die damit verbunden war. Ach, das ist das Resultat war, dass ich relativ schnell wieder... Nee, genau. Das Resultat war, dass ich relativ schnell wieder umziehen musste und das ist diese Wohnung. Und in dieser Wohnung, genau, ich habe jetzt eine andere Partnerin, die ist der Oberhammer, alles cool. Das stimmt, hast du erzählt, ja. Genau, genau. Und die Wohnung, in der ich jetzt lebe, hier läuft aber der Vertrag aus. Denn zu all diesem Spaß, den ich eben erzählt habe, sind die Verträge alle befristet und um die zu verlängern, musst du Geld bezahlen. Was? Ja, du musst eine Monatsmiete bezahlen, um deinen Vertrag zu verlängern. Oh mein Gott! Wie? Also normalerweise sind diese Verträge 2 Jahre, hier war der aber nur 1 Jahr und ich musste so dringend umziehen. Und das darf, muss man auch nicht schönreden, ne? Das ist der... pure Fremdenfeindlichkeit. Auf jeden. Ich musste so hart suchen. So, ich habe ein völlig normales Einkommen. Ich zahle hier seit 2 Jahren Steuern. Ich wurde bei 40 Wohnungen abgelehnt. Aber auch wirklich so, die gucken sich ein Foto von dir an und du bist abgelehnt. So. Und das ist halt so. Und das Resultat war, dass ich halt super schnell umziehen musste. Die Wohnung ist wunderschön. Ich will mich überhaupt nicht beklagen, ja. Aber sie ist sehr teuer und sie ist nicht in dem Stadtteil, in dem ich wohnen möchte. Ja. Und jetzt haben wir was Größeres gefunden in dem Stadtteil, wo ich wieder hin zurück möchte und ziehen eben auch jetzt zusammen. Also wir wohnen hier auch zusammen, aber ja. Wie viel Quadratmeter sind das gerade? 43. Ich habe immer 46, aber es sind in Wirklichkeit 43. Wir wohnen hier also zweit. Und ihr zieht jetzt in eine größere dann? Genau, jetzt sehen wir eine größere, weil wir auch dann eben quasi uns die Miete teilen. Ich habe ja am Anfang, hier habe ich ja alleine gezahlt. Ist das dann einfacher, wenn sie jetzt mitkommt? Also wegen, sie bewirbt sich ja dann wahrscheinlich mit, ne? Also, es wird immer schlimmer. Es gibt noch eine weitere Hürde. Du musst mindestens das Vierfache von dem verdienen im Monat, was die Monatsmiete ist, sonst kriegst du diese Wohnung meistens nicht. Nein. Auch so eine geile Zahl, das Vierfache ist so geil. Das ist auch so auf Sofa, wenn du jemanden fragst, wie viel ist deine Miete, sind die Leute immer ganz so, wollen das nicht erzählen und so, weil du dir im Grunde ausrechnen kannst, was sie verdienen daraus. Ah, okay. So, und das bedeutet, dass auf dem Papier verdiene ich aktuell mehr als meine Partnerin. Oh. Darum kann nur ich diese Wohnung mieten und das war voll der Hassel. Der Typ hat noch nie an Ausländer vermietet. Dann mussten wir erstmal vorstellig werden und so. Und weil sie ist dann meine Bürgin und ihre Bürgen sind ihre Eltern. Und ich bin, in mir kocht immer der Erwachsene, ne? Ich sitze halt in solchen Meetings und denke so, Alter, fickt euch einfach alle, ich bin 35 verfickte Jahre alt. Wir brauchen meine Mutti nicht anrufen. So. Alter, wie krass. Ja, so viel zum Thema Auswandern in Japan, ist doch entspannt. Es gibt super einfache Wege, hierher auszuwandern, ne? Ich sag's immer, es gibt super einfache Wege, hierher auszuwandern. So, aber... Aber es ist in ganz Japan, halt, ne? Es ist jetzt nicht nur Tokio so. Tokio ist speziell... wenn es darum geht, wie hart der Wohnungsmarkt umkämpft ist. Und Key Money zum Beispiel gibt es in vielen anderen Orten nicht. Und selbst Kyoto ist schon oft halb so teuer in der Miete. Es gibt kein Key Money. Key Money ist dieses, was du jemandem einfach in die Hand geben musst, weil danke, dass ich hier wohnen darf. Ja. So. Aber Tokio, die Buden sind bestimmt teuer, oder? Ja, also ja. Ich glaube, man muss immer dazu sagen, keiner, der nicht in Tokio mal eine längere Zeit verbracht hat, kann verstehen, wie groß diese Stadt ist. So. Und daher kommt das, egal wo du in halbwegs normal zentral Tokio wohnen willst, ist immer, als ob du versuchst, in Berlin Mitte in eine Bude zu ziehen. Ja. Yeah. So. Oder in München direkt in die Innenstadt zu ziehen. So, das ist halt der Unterschied, dass dich dieser Rahmen der horrenden Preise zieht sich einfach viel, viel weiter. Danach kann man aber auch schon, ne, man kann Wohnungen finden, die sind sehr bezahlbar. Aber die Idee, dass man zum Beispiel mit 400 Euro ein WG-Zimmer findet, das ist in Tokio schwierig. Gibt's da so WGs? Das gibt's. Mhm. Man wird aber meistens mit Ausländern zusammenwohnen. Mhm. Shared Houses werden beliebter. Das ist dann, dass du ein Zimmer hast, aber zum Beispiel das Badezimmer und die Küche werden geteilt oder so. Ja. Aber du hast ein eigenes Zimmer, in das nur du kannst, nur du hast einen Schlüssel und so. Und es gibt so Gemeinschaftsräume. Okay. Und wolltest du von Anfang an in Tokio sein?
Ich wollte überhaupt nicht in Tokio wohnen. Ich wollte in Kyoto wohnen. Shoutout an Gino, Gino Singh, guter Kumpel. Hm. Der wollte auch herkommen. Ich habe mir am Anfang eine voll große Wohnung gesucht, weil ich dachte, ich brauche ein zweites Zimmer, in das Gino kommt und so. Und dann kam Corona und dann ist Gino konnte nicht mehr reisen, also außer nach Thailand. Ja. Nee. Aber das Land war wirklich zu und er konnte halt nicht kommen. Und dann haben sich seine Pläne logischerweise auch verändert, ja, weil er hat dann monatelang gewartet. Irgendwann musst du eine andere Entscheidung treffen. Ja. Aber ich bin hauptsächlich nach Tokio gekommen, weil ich dachte, es ist einfacher. Gino will nachkommen. Ja. Und Gino wollte halt auch IRL streamen. Und so. Und dafür ist Tokio einfach größer und interessanter, weil du kannst hier ein ganzes Leben verbringen, du wirst nie alles gesehen haben. Hast du auch IRL-Streams gemacht? Glaub nicht so richtig ein- oder zweimal. Das ist einfach nicht so mein Ding. Ich finde das super cool, ich gucke das auch voll gerne und ich habe überhaupt kein Problem damit, bei anderen zu Gast zu sein. Mhm. Aber als ich zum Beispiel hergekommen bin, war mein größtes Problem, ich sah mich sprachlich noch nicht in der Lage, Menschen zu vermitteln, dass ich sie gerade in eine Live- Umgebung sende. Yeah. Und auch damit, ich will niemandem zu nahe treten. Yeah. Ich finde zum Beispiel, oft laufen Leute in den Shinjuku rum oder Shibuya und da sind halt viele Menschen betroffen, besoffen, Entschuldigung. Yeah. Und da ist einfach, die meisten Menschen um dich rum sind sich nicht bewusst, dass sie gerade nicht in der, also sie sind in der Öffentlichkeit, aber dass die Kamera ist und ich fühlte mich damit einfach unwohl. In Deutschland hätte ich das, glaube ich, besser navigieren können, hier nicht. Yeah. Ja. Es ist also gerade also in Tokio allgemein laufen so viele Livestreamer rum. Das ist richtig. Voll krass, ja. Jetzt auch, wo das Land wieder offen ist, ist halt alles voll. Jeder Zweite hat eine Kamera in der Hand. Ja. Also ich auch immer, wenn ich irgendwie rumlaufe und jemanden sehe und ich sehe, dass die auf Twitch sind, suche ich die immer direkt. Echt? Und gehe in den Live-Chat, ja, ja. Aber du siehst ja, also musst ja gucken, wie die... Achso, du guckst dann auf Twitch und gehst dann durch und suchst das Bild. Ja, du machst halt einfach... gibt's Tokio ein, ja, die Leute klar. Das haben immer Hashtag Tokio im Betreff. Ja. Und das sind meistens so 50 Leute. Und dann siehst du ja, wo die Leute rumlaufen oder du siehst deren Gesicht. So. Ja. Ich muss mir im März wieder deine SIM-Karte ausleihen. Na gut. Das ist auch geil, ne? Das ist auch schon wieder so ein geiles Tokio-Ding, dass man keine normale Unlimited-SIM-Karte kriegen Alter, kann, ohne einen japanischen weißt Wohnsitz. Weißt du, was ich alles gekauft habe? Oh, ich habe so viel Geld ausgegeben. Ich habe mir jetzt ein Pocket Wi-Fi gekauft vom Japan Rail Pass. Dann habe ich mir das Sakura Wi-Fi gekauft. Dann im Big Kamera irgendwas für 100 Euro eine SIM-Karte. Da hatte ich einen Upload von 0,2. Alter. Die sind ja auch alle so scheiße. Ja, aber wie gesagt, ich hatte ja auch, war auch völliger Zufall. Ich habe halt, keine Ahnung, jetzt mache ich Twitter, nutze ich jetzt wieder mehr, auch wegen PR für das Spiel und ja. so. Aber sonst, ich nutze Twitter halt auch so gut wie gar nicht. Und ich habe an dem Tag halt irgendwie reingeguckt und dann verlinkte dich jemand. Ich dachte, ja, getroffen haben wir uns jetzt noch nie. Hab dann geguckt, hab gesehen, welches Management du bist. Dachte, ja, so schlimm wird sie jetzt schon nicht sein, wenn sie bei dem Management ist. Kannst ja mal Hilfe anbieten, so. Also, weil normalerweise, ich würde jetzt nicht jedem meine SIM-Karte in die Hand drücken, ja. so. Genau, ja. Ja, das war halt auch für mich so, okay, fragst du jetzt? Du hast ja geschrieben so, ja, schreib mir. Ja, okay, kann ich mir schreiben? Ist ja vielleicht komisch. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass du das machst. Normalerweise, wenn ich Leuten Hilfe anbiete, niemand nimmt diese Hilfe an. Ich sag ganz oft, wenn Leute Probleme in Türkei haben, Alter, du kannst mich anrufen, ich komme schnell rübergeradelt und helfe dir so, aber macht keiner. Ja, nee, ich war verzweifelt. Oh Mann, ey. Ja, wir kommen im März. Woran das mit der SIM-Karte lag. Ja, genau. Also all diese Günstiganbieter sind erstens nicht in dem schnellsten Netz in Japan. Dann sind die oft gedrosselt und die haben einfach allgemein wesentlich schlechtere Netzabdeckung. Also all diese E-SIMs und die ganzen Travel-SIMs und so. Ja. Die einzigen richtig zuverlässigen SIMs, die man kriegen kann, sind eigentlich Softbank und NTT Docomo. Und NTT Docomo ist die, die ich dir gegeben habe. Und die sind 5G unlimited, ohne Lücken. Damit kannst du alles machen. Ja, aber die kriegst du wirklich nur, wenn du da lebst. Ich weiß gar nicht, wie die anderen das da machen, die dahin reisen. Ich glaube, viele haben halt diese, wie heißt denn diese Firma noch, die diese Weltweit-Sims für saumäßig Geld verkauft. Die Weltweit-Sims? Vielleicht weiß das jemand im Chat. Also erstmal aus USA nimmst du einfach Google Fi, ne? Also mal, kleiner Tipp an alle, ne? Wusstet ihr, dass Google einen eigenen Internetanbieter, also einen eigenen Hotline-Anbieter hat? Das kostet 70 Euro im Monat und in so gut wie jedem Land auf dem Planeten hast du unlimited Internet. Was? Ich hatte das auch ganz lange. Das darf man eigentlich als nicht-amerikanischer Bürger nicht haben. Das darf man nicht haben, ja. Aber theoretisch kann man ja ein VPN benutzen und einfach sich eine Adresse ausdenken. Ja, machen wir natürlich nicht. Ja, wie heißen die? Würde ich nie jemandem auch sagen, dass man das machen soll, aber das kannst du auch machen. Und dann hast du unlimited Internet in quasi jedem Land, in das du reist. Und als ich nur rumgereist bin, hatte ich nur das. Ich bin die ganze Zeit mit einem Vertrag in jedes Land. Nur Korea hat das nicht, aus irgendeinem Grund. Also Google nur in Korea geht es nicht. Starlink, LiveView. Nee, Google Fi heißt das. Google Fi? Also Google Fi.
Und das ist auch, je mehr Leute einen Zusammenvertrag abschließen, desto günstiger wird das und so. Ist halt voll krass. Und wenn ihr mal in den USA seid, du kannst auch einfach in jeden Elektromarkt da reinlaufen und dir so eine SIM einfach abholen. So. Okay. Nehmen wir sowas immer die Adresse der deutschen Botschaft, ist auch gut. $40. Das Problem ist, dieses Handy muss mittlerweile, glaube ich, einmal in den USA sein oder man muss das schlau mit dem VPN machen. Mhm. Aber das ist schon richtig krass. Okay. Müsst ihr mal reinlesen. Man kann das, glaube ich, immer noch machen. Ja. Ja, ihr müsst dafür aber nach Amerika. Genau, LiveView ist die Firma, nach der die ich suche. Aber LiveView hat einen Anbieter und der verkauft SIM-Karten. Die waren auch immer auf der TwitchCon und so. Ich weiß LiveView nicht mehr genau, sind wie die diese heißen. Serverteile, ne? Für die IRS-Games. Genau, genau. Ja. Und die Karte, die da drin ist, die kannst du dir kaufen. Die kostet aber irgendwie $650 oder so. Einmalig und dann $150 im Monat oder sowas. Und damit kannst du dann, also da sind mehrere Karten drin. Und das geht auch irgendwie. Und okay, das machen viele, dass sie jetzt sich so ein Ding einfach kaufen und dann damit streamen. Krass. Ja, oder ich habe jemanden, der in Japan lebt und ich frage einfach. Genau. Ich habe auch, als du irgendwie jetzt rumgefragt hast, habe ich auch schon gesagt, ja, du meldet euch einfach. Das ist ein Geschäftsmodell. Ich habe hier eine Freundin, die schmeißt Airbnbs. Wenn du hier ein Studio aufmachen würdest, ja, das ist ein Geschäftsmodell. Wirklich? Das ist schon krass. Aber du wirst nicht mehr, wirst du irgendwann wieder streamen? Weiß ich nicht. Im Moment habe ich noch keinen Drang. Also zum Release des Spiels mache ich bestimmt mal einen Stream an und feiere das mal oder so. Aber und ich habe jetzt irgendwie jetzt Ende diesen Monat, wobei Anfang nächsten Monats fliege ich nach Hokkaido, um Wildtiere zu beobachten. Das ist über die JNTO, also die japanische Fremdenverkehrsbehörde oder Fremdenverkehrsgesellschaft, Entschuldigung. Und Jack Wolfskin sind da mit drin als Sponsoren. Und das mache ich dann als Video und das kommt dann auf YouTube mal wieder und so, aber sonst. Ich bin gespannt. Aktuell habe ich auch viel zu wenig Zeit. Also es ist halt wirklich, ich wache im Moment, ich arbeite zum ersten Mal seit Jahren so wie so ein richtiger Bürohengst wieder. Und wache halt wirklich morgens auf, setze mich von Rechner, bis ich abends wieder schlafe. Also wie so ein richtiger Japaner. Wie so ein richtiger Salaryman, ja. Ja. Erzähl mal den Leuten, wie viele Japaner arbeiten. Ich kann erzählen, wie meine Freundin arbeitet. Ja. Und meine Freundin hat einen sau relaxten Job für japanische Verhältnisse. Okay. Die steht morgens so um 9 auf. Mhm, muss so um 10:30 auf der Arbeit sein. Mhm. So, oder um 10:30. Das ist sau spät für japanische Verhältnisse. Mhm. So, dann arbeitet sie auf dem Papier bis 8. Ich habe noch kein einziges Mal erlebt, dass sie vor 9:30 aus dem Büro ist. Das war quasi Feiertag. Also, dass sie vor 11 zu Hause ist, ist eigentlich unmöglich. Das heißt, sie arbeitet kategorisch jeden Tag 13 Stunden. So, das ist für sie das Normalste auf der Welt. Wenn ich das anspreche, kann sie nicht verstehen, wie ich daran irgendwas komisch finden kann. Wenn ich sie abhole aus ihrem Büro zum Beispiel, dann komme ich ins Büro und das ist halt, wie gesagt, eine saucoole Firma. Das sind alles junge Leute, kleines Team. Aber wir können nicht gehen, bevor nicht alle gehen. Oh mein Gott. Also wir sitzen dann da und warten auf 5 Leute, bis alle fertig sind und sonst gehen wir nicht. So. Wie viel Pause macht sie? Nie. Sie isst quasi auch so gut wie nie über den Tag und so. Also ist auch immer die, wenn ich sie sehe, frisst die nur. So, also ist halt der krasseste Snackmensch, den ich je gehabt habe. Das ganze Haus ist voll mit Snacks. So, also auch so ist halt wirklich, alles ist voll gestopft mit irgendwelchen. Sie hat so einen kleinen, wir nennen den noch Snacktable. Sie hat so neben der Couch so einen kleinen Tisch und ich räume den dreimal die Woche leer, weil da alles voller Snacks ist. So. Und ist aber halt spindeldürr, weil halt sie sonst halt nichts isst. Ja. Aber nee, also ich glaube. Für sie fühlt sich das null wie eine schlechte Work-Life-Balance an. Für sie ist das einfach normal. So. Ja, dann ist und ja klar auch okay. Macht sie mal Pause oder isst mal was oder so. Aber sie hat auch Tage, an denen macht sie das nicht. Aber hat sie auch Wochenende? Ja, schon. Aber das gibt's schon auch, dass dann gefragt. Und das ist natürlich selbstverständlich. Überstunden sind alle unbezahlt. Also Japan hat vor 2 Jahren ein Gesetz eingeführt, dass man im Monat, glaube ich, nur noch 80 unbezahlte Überstunden machen darf. Aber es ist unvorstellbar, dass du Überstunden bezahlt kriegst. Und du nimmst halt nur die Hälfte deiner Urlaubstage. Ne? Alles andere ist halt die absolute Unverschämtheit. Also, als ich zu meiner Freundin meinte, wir fahren 2 Wochen nach Europa, da wurde die kribbelig. Ne? Der wird anders. So 2 Wochen frei nehmen, nimmt sie als eine dermaßen widerwärtige Unverschämtheit wahr. So. Aber habt ihr denn überhaupt so Zeit für euch?
ja, abends und am Wochenende halt und so, ne? Und ich habe halt auch zu ihr gesagt, und ich glaube, das ist das Ding. Ich arbeite im Moment auch so viel und das gibt's. Und ich will das überhaupt nicht schönreden. Hustle Culture ist der allerletzte Scheißdreck. Und ich glaube, darum macht mich das manchmal auch so wütend, weil ich würde nicht wollen, dass unsere Angestellten so arbeiten. Das gibt's auch, natürlich, ne? Es ist überhaupt nicht rumheucheln. Es gibt auch Phasen, die sind stressig und so, aber sie arbeitet halt wirklich immer so viel. Mhm. Und ich glaube, das Ding ist, und das, wir sagen immer alle so gerne dahin, Verständnis füreinander und Verständnis für verschiedene Kulturen und so. Ihre Wahrnehmung und ihr Verständnis des Begriffes Arbeit und ihr Verpflichtungsgefühl gegenüber ihrer Arbeitgeberin sind einfach was völlig anderes, als ich das wahrnehme. Ich gehe einen Vertrag ein und sie geht ein Vertrauensverhältnis ein. Und das möchte sie nicht verletzen. Sie wird nicht bestraft, wenn sie das nicht tut, oder sie wird nicht bestraft, wenn sie doch mehr Urlaubstage nimmt, sondern sie fühlt sich schuldig, weil sie das Gefühl hat, es steht ihr nicht zu. So. Willst du sagen, viele Japaner sind da so? Alle sind da so. Alle. Nee, aber schon der Großteil. Ich würde sagen, der Großteil der Menschen, die ich kenne, ist so. Und in Japan ist einfach ein größerer Faktor, wie lange habe ich gearbeitet, als wie effektiv habe ich gearbeitet. Mhm. Ich glaube, da würden mir die meisten zustimmen, aber das bewerte ich jetzt auch nur von außen. Ne? Ich glaube, dann wäre Auswandern nicht so geil, wenn du da sagst, du suchst dir dort einen Job. Du wirst sowieso nicht in der japanischen Firma arbeiten. Ach so, okay. Also ich glaube, das Ding ist, und jetzt macht sich immer Feinde. Es gibt im Internet, glaube ich, ich habe das ganz selten erlebt, dass es so Themen gibt, zu denen es ganz schwer ist, Wahrheiten zu googeln. Mhm. Und das Internet ist halt durchsetzt von Menschen, die einem das schönreden wollen, wie nach Japan auswandern ist. Ja. Und die Dinge, die wirklich einfach sind, die beschreiben die als unmöglich und scheiße. Und die Dinge, die unmöglich und scheiße sind, beschreiben sie als ein absolut realistisches Szenario. Und nach meiner Wahrnehmung ist es so, und so aus meinem Umfeld, dass die meisten Menschen, die in Japan arbeiten, arbeiten entweder in internationalen Firmen oder in internationalen Departments von japanischen Firmen. Ich habe Freunde, die sich ganz normal den Regeln des japanischen Arbeitsmarktes unterordnen, und auch in Japan findet ein Wechsel statt. Ne? Also junge Leute haben auch keinen Bock mehr. Weil dazu kommt in den meisten Firmen noch Nomikai-Culture. Nomikai ist, dass du nach der Arbeit mit deinen Kolleginnen und Kollegen trinken gehen musst. Ja. Und das ist nicht möchte, sondern das muss man. Ja. Das alles andere würde dich disqualifizieren aus dem sozialen Umfeld. So. So krass. Und dazu kommt aber natürlich der Faktor, wenn du so viel arbeitest, alle deine Freunde sind aus deiner Firma. Ne? Das heißt, du würdest dich dann auch wirklich dem sozialen Leben entziehen. Und darauf haben viele junge Leute auch keinen Bock mehr. Und viele junge Paare wollen natürlich auch kein Kind kriegen, wenn man dann einfach nichts damit macht. Viele Frauen haben keinen Bock mehr auf einen Karriereentwurf, in dem sie immer hinten anstehen und sich trotzdem den Arsch abarbeiten. So. Und das ist, glaube ich, ein kultureller Wandel, der so wie in jedem Land hier stattfindet. Oder in jedem Land ist die Herausforderung anders. Und in Japan ist das, glaube ich, die Herausforderung der nächsten Jahre, wie der konstante wirtschaftliche Abstieg abgefangen wird, indem man ein attraktiverer Standort für ausländische, aber vor allem auch die eigenen Arbeitskräfte wird. Mhm. Aber gibt es denn, wenn du schwanger wirst, gibt es auch so eine Auszeit, so eine Elternzeit? Das gibt es. Aber das darf man nur anteilig als Mann nehmen, so gut wie gar nicht. Es ist unglaublich unüblich, das als Mann zu nehmen. Also das gibt es auf dem Papier, aber als Mann zum Beispiel das zu nehmen. Als Frau kannst du das nehmen. Mhm. Es gibt wesentlich mehr Schlupflöcher tatsächlich, dass man dann entlassen werden kann. Mhm. Aber das passiert selten. Der traditionelle gesellschaftliche Entwurf ist aber schon auch oft einfach noch, dass mit der Geburt eine Verantwortung für insbesondere die Frau entsteht, das Kind dann aufzuziehen und zur Hausfrau überzugehen. Aber eben auch das ändert sich gerade. Ne? Ja. Ich glaube, das redet man sich auch immer schön. Das ist in Deutschland jetzt auch noch nicht so anders. Ne? Also, nö, eigentlich nicht. Und was, wenn du krank bist? Geht man nochmal zum Arzt, kriegst einen Schein oder wie ist das? Bist doch nicht krank, Alter. Also, meine Freundin, als wir in Deutschland waren, hatten wir uns ja mit Corona angesteckt. Ja. Da hatte sie hohes Fieber, konnte kaum aus dem Bett aufstehen. Und ich meinte sie, wir müssen den Flug verschieben, glaube ich. Das war Freitag. Und dann meinte sie, vielleicht können wir die auf Sonntag schieben. So, weil sie halt unbedingt Montag wieder da sein Alter. Wollte. Alter. Oh, aber nee, ganz normale Krankschreibung ist ganz normal. Gehst zum Arzt, kriegst eine Krankschreibung. In Japan gibt's das ganz normal. Das ist ein ganz normales Gesundheitssystem. Yeah. Krank sein ist krank sein und du hast genauso Kündigungsschutz und so. In klassischen japanischen Firmen ist das sogar wesentlich stärker. Also, meine Freunde sagen immer gerne, man ist eigentlich unkündbar in der japanischen Firma. In einer großen japanischen Firma fliegst du nicht raus. Und das jetzt kommen, glaube ich, so Spezifika, die man außer Acht lässt, wenn man sich immer über das System beklagt.
Alle 2 Jahre spätestens steht dir eine Beförderung zu. Das ist manchmal nicht eine Beförderung im Titel, aber das ist ein Anheben deines Gehaltes. Ja. Dein Gehalt steigt und steigt und steigt. Dann gibt es Bonuszahlungen. Die sind absolut selbstverständlich, mindestens einmal im Jahr, eher zweimal im Jahr. Das ist so wie Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld. Auch, mir ist der Kopf, ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Weihnachtsgeld bekommen. Als ich das mal im Chat gesagt habe, waren irgendwie 70% der Menschen finden das völlig normal, Weihnachtsgeld zu kriegen. Und ich dachte, Alter, willkommen in den Medien. So, ja, naja. Das kommt halt dazu. Das heißt, wenn du bei so einer Firma erstmal arbeitest, dann ist das schon auch so, dass diese Firma im Grunde sich verpflichtet, dir den Rest deines Lebens einen Job zu geben. So. Und du kannst das gar nicht so doll in den Sand setzen, dass die dich rausschmeißen. Also das Schlimmste ist, du wirst ins Archiv versetzt und nicht mehr befördert. Alter, krass. Aber ist es, also würdest du sagen, ist es als Ausländer auch schwer, einen Partner oder eine Partnerin kennenzulernen? Ich glaube, das kommt darauf an, was der Anspruch ist. Ich kann das nicht für alle beurteilen. Das kommt darauf an, was nach man sucht. Ich glaube, wenn man, und das meine ich überhaupt nicht abfällig, wenn man Anfang 20 ist und sagt, mir geht es in einer Beziehung vor allem darum, einfach rauszufinden, wer ich in einer Beziehung bin, jemanden kennenzulernen, sich gegenseitig einfach viel Freude zu bereiten, dann ist, glaube ich, das gar nicht so schwer, als, glaube ich, wie in den meisten Orten. Mhm. So. Wenn du aber ein bisschen älter wirst und immer mehr auch einfach einen Entwurf hast, und ich, also damit meine ich vor allem, ich bin ja als sehr gefestigt europäisch kulturalisiert hergekommen. So. Ja. Das heißt, meine Vorstellung davon, wie ein gemeinsames Leben aussieht und so, war einfach auch schon ein bisschen gefestigter und anders. Und ich fand es jetzt, ich kann es glaube ich so schlecht vergleichen. Ich würde sagen, in jeder anderen Stadt wäre es genauso hart gewesen. Mhm. So, aber ich glaube, Single sein und eine Partnerin suchen fühlt sich immer hart an. Mhm. Also, und je mehr Beziehungen man hat, desto besser weiß man ja auch, was man möchte. Und so redet man sich das immer schön, aber man wird ja auch einfach immer pickier, ne? Und man selber wird jetzt auch nicht ein einfacher zu akzeptierender Rohdiamant. So. Aber die haben auch diese ganzen Dating-Apps, ne? Ja, das ist bei uns, also sind die gleichen wie bei uns eigentlich. Okay. Mit Ausnahme von Japan Cupid vielleicht, aber Tinder gibt's auch. Ja. Und so. Also ist eine ganz normale Großstadt und Dating läuft über Dating-Apps ab. Ich habe meine Partnerin über eine Dating-App kennengelernt tatsächlich. Mhm. Also ist irgendwie, ich habe das eine ganze Weile gemacht, als ich Single war in Japan, fand das immer so, wie gesagt, ich glaube, das ist ja jetzt auch nicht nur, um irgendwie gut dazustehen, vielleicht habe ich auch einfach andere Erwartungen gehabt. Ich bin einer dieser langweiligen Leute, die immer ganz viel reden wollen und so. Also ich will mal ganz lange schreiben. Und ich war noch sehr unerfahren in Dating-Apps und wusste nicht, dass insbesondere zum Beispiel für Frauen das ein sehr, sehr eine hohe Rotation oft bedeutet, weil sehr viele dieser Sachen sich wieder im Sande verlaufen und dadurch ich einfach sehr viel konfrontiert war mit Leuten, die halt so, ja, nee, komm, lass mal, ich, wenn wir uns nicht morgen treffen, habe ich keinen Bock. Mhm. Dann gibt's schon, und es wird auch immer, es gibt halt schon auch eine Menge so Fetischizing, ist das ein deutsches Wort? Was, Fetischizing? Fetishizing von Ethnien. Also die Grundsatz-Tatsache, dass ich weiß bin, gibt es auf jeden Fall hier Frauen und Männer, die das attraktiver finden oder sich dazu hingezogen fühlen. Ja. Ich muss jetzt mal eine Lanze dafür brechen, dass ich sage, wenn einem das nicht merkwürdig vorkommt, dann finde ich das ganz fragwürdig so. Also ich war auf Dates, auf denen mir ganz am Anfang die andere Seite gesagt hat, ja, ich habe eigentlich noch nie japanische Männer gedatet, ich fühle mich mit Ausländern einfach wohler. Sag ich, du, am Anfang dachte ich immer, alles cool. Jetzt können wir uns ja mal umgekehrt. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin in Deutschland aufgewachsen, ja, aber ich habe immer nur Asiaten gedatet. Ja. Mit weißen Frauen kann ich nichts anfangen. Ja. Ne, das schmeckt schon ganz eklig im Mund. Ja. So, das geht nicht mehr so sauber runter. Und das andere Statement auch nicht. Ist einfach ein merkwürdiges Statement. So. Das ist allgemein in Japan das so locker. Das gibt es auf dem Datingmarkt natürlich. Ja. Genau, denn die wenigsten Leute sprechen Englisch und die wenigsten heißt wirklich so gut wie niemand. Ja. Also 2% der gesamten japanischen Bevölkerung sprechen so gut Englisch, dass sie eine simple Unterhaltung führen können. Ja. Und da werden Ausländer, die hier leben, mit reingezählt. Ja. So. Das heißt, der Datingmarkt, wenn du noch kein fließendes Japanisch sprichst, was ich nicht tue, oder nicht so gut, dass du das Gefühl hast, du kannst Gefühle, Emotionen und Bedürfnisse darauf wiedergeben, sodass es sich erfüllend anfühlt, ist auch einfach klein. Das heißt, du bist auf die internationale Community beschränkt und in dieser internationalen Community gibt es alles, dies, das und irgendwas, aber eben auch Japanerinnen und Japaner, die einfach gerne Ausländer daten. Aber die wollen die in der Regel ja auch nicht immer nur heiraten, sondern die finden das vielleicht auch einfach ganz nett, mal einen Ausländer zu daten. Und das ist genau das Gleiche bei uns. Ne? Also wenn du in Berlin deine Länderflagge von Deutsch auf was anderes stellst, ist auch ein nettes Experiment. Kannst mal gucken, was du da für Nachrichten kriegst von was für komischen Vögeln.
Aber deine Freundin konnte ja Englisch. Genau, meine Freundin spricht fließend Englisch und Japanisch. Wir reden ja 80-90% Englisch. Außer wenn halt ihre Familie anwesend ist, reden wir nur Japanisch. Ja. Und die Familie, wie hat die reagiert? Die findet mich super. Ihre Mutter nennt mich schon Schwiegersohn. Oh. Also es war schon so, dass sie denen am Anfang dann so das erstmal erzählt hat. Ich bin der erste Freund, den die je kennengelernt haben. Also ja. Ja, okay. Und weil du gerade das Englisch angesprochen hast, ich gehe mal ganz auf die Fragen, wenn die Leute Urlaub machen in Tokio und so, ob die mit Englisch da zurechtkommen. Wie viele Leute können denn wirklich echt Englisch da? Ich sag immer, Leute, also es wäre gut, wenn ihr ein bisschen Japanisch... Nie in einen Laden außerhalb bestimmter Bezirke kommen und da wird irgendwer Englisch sprechen. Das passiert einfach nicht. Also, wenn du Shibuya und Shinjuku verlässt, wird es schon dünner. Asakusa, wenn genau. Die Leute sich irgendwie noch mit dir unterhalten können. Ja. Aber ganz viele Leute erzählen mir immer so, oh, ich würde gerne auch viel so abseits der touristischen Sachen leben. Und ich sag mal, das ist so traumhaft schön naiv, aber ja. Es ist eben auch einfach naiv. Das wird nicht passieren. Ja. Du wirst nicht deinen Fahrradurlaub in Japan machen, weil dann auf Probleme stoßen wirst, du nicht in der Lage bist zu lösen. Ja. Wobei man aber eben sagen muss, Google-Übersetzer, ne? Nimmst halt dein Handy raus und sprichst da einfach rein. Ja. So. Also das kriegt man schon hin. Ich würde sagen, man muss sich jetzt keine Sorgen machen, aber es ist schon nett, 2, 3 Floskeln zu lernen oder zumindest sein Handy parat zu haben und da reinzusprechen und das Handy das genau. Sagen zu lassen. In einem Restaurant ist es aber easy zum Beispiel. Ne? Da sind Bilder auf der Karte. Wenn du reinkommst und jemand macht direkt so, dann ist halt klar, die haben kein englisches Menü, die haben keine Bilder, die wissen ja. Nicht, wie sie dir helfen sollen. So, ja. Witzig war es immer, wenn ich reingegangen bin und halt einen Tisch reserviert habe auf Japanisch für so und so viele Leute und so, dann plappern die direkt straight durch auf Japanisch, ey, und geben das japanische Menü. Kego, du wirst mit 8 Sätzen erschlagen und so. Meine Antwort ist auch immer sofort, Alter, brauchst du mich gar nicht mit Kego zulabern. Ich spreche nur das simpelste Scheiß-Japanisch. Das ist die Basis, auf der wir 2 Jahre arbeiten. Ja. Sie hat auch immer gesagt, nicht mal die Rezeptionisten im Hotel sprechen. Finde ich schon einen guten Maßstab. Ich muss noch einen draufsetzen. Nicht mal das Flughafenpersonal spricht Englisch. Ja. Also die Leute am Check-in-Schalter sprechen manchmal kein Englisch. Ja. Die Grenzkontrolleure sprechen kein Englisch. Ja. Englisch sprechen ist keine Qualifikation in Japan, die einen hohen Stellenwert ja. Hat. Genau. Oder die in irgendeiner... Wenn du zum internationalen Schalter im Meldebüro in Shibuya gehst, spricht der Mensch da kein Englisch. Das hat mir niemand geglaubt, wenn ich gesagt habe, Leute, bevor ihr da hingeht, lernt ein bisschen wenigstens. Ey, aber die können doch alle Englisch. Das ist Tokio. Niemand spricht Englisch, wirklich niemand. Die alle haben in der Schule genauso lange wie du Englisch. Nur man braucht es halt überhaupt nicht. Das ist so schwach. Ja, also ich glaube, man urteilt da immer schnell drüber. Erstens, die Kartoffel rollt halt nicht weit. Ne? Englisch und Deutsch ist einfach die gleiche Sprache. Muss man jetzt mal knallhart so sagen. Die Grammatik ist so sauähnlich. 70% des Wortschatzes kriegst du quasi gelernt von zu Hause. Ja. So. Und die meisten sprechen es trotzdem irgendwie so, geht so. Dann bist du konstant, weil unsere eigene Popkultur einfach, ne, wir erschließen uns dann halt die größere Popkultur und wir leben eben auch in einem Raum, in dem so viele Sprachen existieren. Ja. Japan ist eine sehr homogene Gesellschaft. Japanische Popkultur ist als Markt über Jahre wesentlich größer gewesen sogar als englische Popkultur. Das heißt, eigentlich hast du es gelernt, um dir irgendwelche Filme anzugucken, die du einfach mit Untertiteln schauen kannst. Genau. So. Und daraus ergibt sich dann einfach, dass es nicht so richtig einen Mehrwert hat, Englisch zu sprechen. Und jetzt viele Leute lernen es jetzt und es gewinnt an Stellenwert und so. Und dann kommt dazu, Leute verstehen, glaube ich, mit einer fast schon an Arroganz denkenden Naivität nicht. Englisch ist eine sau unlogische Sprache. Nichts daran ergibt Sinn. Also alleine, wenn du ein Wort liest, weißt du nicht, wie dieses Wort ausgesprochen wird. Ob das Wort heard oder beard ist, ist nichts daran ergibt irgendeinen Sinn. Das heißt, im Grunde musst du für jedes Wort die Aussprache mitlernen. So, das ist nicht wie vom Deutschen aufs Englische, weil man schon eine Ahnung hat, wie das geht. Oder wie im Deutschen, wo jedes also wo das Wort geschrieben ist und du kannst die Aussprache erahnen an der ja. Schreibweise, so ist das Japanische auch. Im Grunde musst du hingehen und irgendwer muss dir erklären, warum in Pacific Ocean jedes C anders ausgesprochen ja! wird. Ja! So. Also genau, ist immer mein Beispiel, deswegen bringst du es auch gerade hier. Das ist einfach sauhart. So, und dann ist auch eine große Scham da, so wie bei den genau. Meisten Deutschen. Die meisten Leute im Chat werden doch auch wissen, ihr alle sprecht gut Englisch, ihr alle könnt eine Serie auf Englisch gucken, aber wenn ich jetzt anfange, euch auf der Straße auf Englisch anzusprechen und da sind eure 5 deutschen Kartoffelkumpels dabei, so, dann ist ein kurzer Scham-Moment, bevor man ins Englische ja. Wechselt. Für die meisten zumindest. Ja. So, und das hatte ich vor Jahren auch so. Also es gab 1, 2 Japaner, glaube ich, die waren super stolz, weil sie da in ihrer Schulgruppe auf einmal Englisch konnten und wollten unbedingt genau. Flexen.
Das gibt es? Oder die... Yes, no. Ja, aber sonst lernen die irgendeine andere Fremdsprache? Koreanisch oder so? Also viele lernen in der Schule, kriegen Sprachen angeboten. Französisch, Deutsch und Englisch sind so die drei größten aus dem europäischen Raum. Koreanisch kann man lernen, Mandarin kann man lernen und so. Das spielt dann schon eine große Rolle. Ja. So, aber sonst an sich ist Fremdsprachenlernen nicht so verbreitet. Wie gesagt, das kommt eben jetzt erst auf. Ja. Und man beurteilt das auch immer mit so einer gewissen Arroganz. Das Land hat es irgendwie trotzdem geschafft, ne, eine der größten Wirtschaftsnationen auf dem Planeten zu sein. Also ganz so geil ist Englisch sprechen vielleicht dann auch nicht. Aber es wird schon jetzt relevanter und mehr Leute lernen es. Ja. So. Hattest du viele Probleme beim Schriftzeichen lernen? Also Kanji kann ich immer noch vielleicht so 300 lesen oder so, nicht? Aber also Hiragana, Katakana, also so als Basic, ich weiß nicht, wie viel du hier schon mal erklärt hast, es gibt drei Schriftsysteme, zwei, okay. So, und Hiragana, Katakana kriege ich hin, Kanji ist schon schwer, aber so die simpelsten kann ich lesen. Aber ich bin auch saudumm und saufaul. So, also ich bin kein guter Maßstab dafür, wie schnell man lernen kann. Mein Japanisch ist unterirdisch dafür, wie lange ich eigentlich schon lerne. Aber du lernst ja sowieso immer wieder neue Kanji dazu. Ja, ja. Also es gibt 2000 musst du ungefähr können. Ist auch immer so geil, weil die Zahlen, die blasen einem alles aus dem Hirn. Ja. Du musst 2000 Kanji können, um eine Zeitung lesen zu können. All diese Kanji haben mindestens zwei verschiedene Lesungen. Das heißt, das gleiche Wort hat zwei verschiedene, also ein Baum ist Ki oder Moku. Das ist das gleiche Zeichen und es gibt, aber also es gibt, du kannst erahnen, warum welche Lesung gerade wichtig ist und so. Dann können Kanji aber auch noch verschiedene Schreibweisen und verschiedene Bedeutungen haben und viele Kanji haben alte oder moderne Lesungen, die quasi man auch on top noch können muss. Also das Kanji für ein Gott hat noch 6 andere Bedeutungen, von denen aber 5 outdated sind. Kami, die aber Kami dann zum ist Beispiel doch Gott und Hara, glaube ich. Das sind aber verschiedene Kanji. Ach so. Das ist der Geist, den wirst du immer wieder hören. Der Satz ist so geil. Jedes Mal, wenn du irgendwann einen Witz machen willst im Japan, sagen alle, ja, ist ein anderes Kanji. Ah. Nee, aber ja, Kami ist Gott, Haar und Papier. Ja, genau. Oh Gott. Zumals, das war für mich so ein Mindblow-Moment. Kami Kase ist der göttliche Wind. Ja, und wenn stimmt. ihr Ghost of Tsushima gespielt habt, die Invasion der Mongolen wurde 2-mal von einem Sturm versenkt, der in der japanischen Mythologie dann der göttliche Wind Kamikaze genannt wurde. Und deswegen sind Kamikaze-Bomber, heißen deswegen Kamikaze, weil sie sich als göttliche Intervention empfunden haben, die mit dem Wind reitet quasi. Also Kase ist Wind und Kami ist der Gott. Genau. Und Kamikaze ist der göttliche Wind. Oh. Das kommt aus, die Kanji, die kommen aus China, ne? Genau, Japan war mal besetzt von China und also Japan hatte so ähnlich wie Deutschland nicht die beste Außenpolitik. Sobald wir irgendwas eingenommen haben, waren wir nicht die nettesten Gastgeber und Japan war ein ziemlicher Höllengastgeber. So. Und sobald irgendwer anderes eingenommen, aber ja, irgendwann wurden japanische Schrift, also Japan hatte keine formalisierte Schrift zu dem Zeitpunkt. Und dann kam China und hat quasi Japan Kanji aufgezwungen und japanische Mönche haben dann Hiragana ergänzt und später Katakana dazu ergänzt. Und dadurch ist diese merkwürdige Mixsprache und Schrift entstanden, die die gleichen Schriftzeichen mit anderer Bedeutung nutzt. Seit wann hast du dich so krass mit Geschichte in Japan auseinandergesetzt? Also das, was mich an Popkultur nicht interessiert, hat mich an Geschichte immer interessiert. Also ich glaube, ganz viele Länder haben super interessante Geschichten. Ne? Die Mongolei, Türkei, irgendwie Europa im Raum. Aber Japan hat auch einfach eine mega bewegte und interessante Geschichte. So, und ich glaube, das fand ich einfach interessant. Ich finde einfach alles sau interessant. Ja. So. Und deswegen, keine Ahnung, viele Dokus geschaut und Sachen durchgelesen. Auch ich bin jetzt nicht voll im Bilde so, aber ja. Aber willst du irgendwann wieder zurück nach Deutschland kommen? Das ist ganz krass. Das ist eine Frage, die ich so oft bekomme. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ja. Der einzige Grund, dass ich nach Deutschland regelmäßig komme, ist meine Familie so. Weil halt einfach, ne, sind zwei, also Nichte und Neffe sind geboren und ich möchte einfach nicht dieser Onkel sein, der nie da ist. So. Aber ich glaube nicht. Oh, du bist immer der coole Onkel, der aus Japan rüberkommt. Ja, weil vielleicht bin ich auch der nervige Onkel, der immer komische Geschenke macht. Nee, aber also irgendwann vielleicht, vielleicht nicht. Vielleicht ist es irgendwann so, dass ich mich um meine Eltern kümmern möchte. Vielleicht übernehmen meine Geschwister das. Vielleicht möchte ich mehr da sein, weniger. Im Moment ist es so, dass ich mir halt denke, ich würde gerne regelmäßiger da sein. Ja. Aber kostet eben auch Geld. Ja. Aber ich habe im Moment noch nicht drüber nachgedacht, wieder zurückzuziehen. Nicht, weil ich Deutschland doof finde. Ich bin super gerne in Deutschland. Aber es fühlt sich halt so an, ich kann ja auch irgendwo anders wohnen. Also das ist so das Ding, wenn du einmal die Zelte abgebrochen hast, dann stellt sich dir die Gegenfrage. Warum wohnst du in Deutschland?
So, du wohnst in dem einen der winzigen Räume auf diesem Planeten, wo du in jedes Land umziehen kannst. Ja. Du kannst morgen nach Schweden auswandern. Sofort. Davon hält dich gar nichts ab in den meisten Fällen. Außer Dinge, die du sagst, halten dich halt ab. Und es gibt super wichtige Faktoren. Ich will überhaupt nicht diese, jeder muss aufbrechen. Es gibt nichts Schöneres, als dass du weißt, wo du hingehörst. Und es gibt super gute Gründe, irgendwo zu bleiben. Familie, Kinder, Job. Und das entscheiden wir aber in den meisten Fällen eben selber, dass das ein Faktor ist, der uns so wichtig und der so unumstößlich ist, dass wir das tun. Zumindest in dem jüngeren Alter meistens. Und Geld. Und für mich, ja, genau. Ja, wobei, du kannst jetzt, da findest du auch einen Job. Ja, also theoretisch so, schon, klar. Nicht arbeiten kannst, ja. So. Also, was ja, heißt Geld? Ich kann das total gut verstehen, aber ich bin auch hier nicht reich hergekommen. Ne? Ich bin ja aus einer ganz normalen Familie, so. Und das hierher kommen kostet Geld. Und Japan kostet richtig Geld. Ja. Aber zum Beispiel nach Holland auswandern, ja. Ich will es gibt gern. Super gute Gründe. Ja. Ne? Also wirklich, ich kann jetzt auch Kinderkrankheit, genau, es gibt 100 gute Gründe. Und ich sag dir auch nicht, du musst. Ja. Nur für mich war es halt so, für mich setzte der Punkt nie ein, dass ich das Gefühl hatte, ja geil, hier gehöre ich hin. So. Ja, und Japan dann, ist halt, ne? Also ich hätte halt Schiss, wenn ich nach Japan auswandere, dass ich halt dieses... Für mich ist Japan wow. Wenn ich dann da bin und da wohne, hätte ich Angst, dass es nicht mehr wow ist, sondern... So, weil du kennst ja diese ganzen, auch die Scheißseiten. Und erlebst sie auch. Ich glaube, das würde mir so die Magic nehmen. Jetzt ja auch die Frage, nicht reich, aber ein Haus verkauft. Das Haus gehörte der Bank. Also für alle, die noch nie ein Haus gekauft haben, ihr habt nicht irgendwie das Geld auf der Kante, geht zur Bank, geht so los und kauft euch ein Haus. Ihr nehmt einen Kredit auf. Ja. Ja, naja, jedenfalls. Also wie gesagt, ich finde, es gibt nichts Schöneres, als zu sagen, ich fühle mich hier sauwohl. Mein Bruder wohnt in dem gleichen Ort, wo ich geboren bin, so. Und das ist voll geil. Ich finde das super schön und ich hätte das mega gerne, dass ich sage, geil, hier gehöre ich hin, das ist mein Platz. Nur irgendwie hat das bei mir nicht so eingesetzt. Dann dachte ich, vielleicht macht das ja auch Sinn, einfach mal zu gucken, ob das woanders ist. Aber hast du das jetzt immer noch nicht? Also jetzt im Moment würde ich sagen, hier ist zu Hause. Wenn ich zu Hause sage, meine ich jetzt hier in Japan, wo ich jetzt zu Hause bin. Und ich würde sagen, Heimat ist für mich Heimat. Ja. So. Das ist Norddeutschland, irgendwo oben kurz vor Ostfriesland. Aber es ist zum ersten Mal, als ich jetzt die letzten Male so da war, waren die ersten Male, wo ich das Gefühl hatte, du auch, ich, ja, ich habe mir, glaube ich, immer so ein bisschen eingeredet selber. Ja, du bist ja auch irgendwie noch dieser Dorfjunge und so doll verankert und so. Aber irgendwann ist man das vielleicht auch nicht mehr. So, ich könnte, glaube ich, nicht mehr einfach so von heute auf morgen aufs Dorf zurückziehen. Einfach, weil man sich dran gewöhnt, in der Stadt zu leben. Und ich habe in Hamburg lange gewohnt und dann habe ich auf dem Land gelebt. Das war super schön. Und jetzt wohne ich wieder in der Stadt. Und ich glaube, beides ist für sich total schön. Ja. Und ich glaube, das eine der besten Eigenschaften. Das fand ich jahrelang immer voll schlimm und jetzt finde ich es eigentlich richtig gut. Alle paar Jahre überlege ich mir eh was Neues, was ich machen möchte. Und vielleicht in 5 Jahren möchte ich was ganz anderes machen. Und mir wurde ganz lange immer eingeredet, das wäre was ganz Schlimmes und dass man immer neue Sachen machen will. Ich finde das richtig super. Ich finde das richtig gut, dass ich immer Motivation finde, neue Sachen machen zu wollen. Ja, das ist geil. Ein Freigeist. Weiß ich nicht. Dafür bin ich, glaube ich, noch zu kartoffelig. Aber also meine Freundin würde mich nicht Freigeist nennen. So, aber ja. Was fehlt dir denn eigentlich am meisten? Jetzt so zum Beispiel wegen deutschem Essen oder so? Achso, ja, am meisten fehlt mir Familie und Freunde, aber wegen deutschem Essen. Also Klöße und Rotkraut. Ich will ja niemandem zu nahe treten, ne? Aber es gibt halt auch so Sachen, die alle so geil finden, die ich halt nicht mehr so. Also so Brot fehlt mir null. Muss ich einfach ehrlich sagen. Das habe ich vorhin bei Google gelesen über dich. Ich trau mich nicht mehr, diesen Hot Take rauszuhauen, weil die Leute so aggressiv darauf reagieren. Aber. Deutsches Brot findet niemand geil, außer Deutsche. Das haben wir einfach als Goldstandard auserkoren. Jedes Nachbarland spuckt das aus. Und dann so, nee, es gibt deutsche Bäckereien in New York. Ich war in New York, es gibt 3 und das Brot schmeckt nicht deutsch. Gibt's auch in Tokio, ne? Niemand findet das so geil wie wir. Gibt's auch, schmeckt auch nicht deutsch. Mag nämlich keiner. Und ich finde das auch voll lecker. Also ich finde deutsches Brot mega lecker, aber ich vermisse es halt nicht. So. Das sind, glaube ich, eher so Süßigkeiten und so. Da gibt's doch voll viel bei euch. Also. Ja, also. Ja, genau, aber es gibt dann schon so, keine Ahnung, so Kleinigkeiten. Was habe ich denn überlegt? Grünkohl fehlt mir manchmal. Grünkohl? Mhm. Ja, ich bin aus dem Ammerland. Bei uns gibt's Kohlkönige und so. Das ist bei uns eine Religion. Okay. Was isst man statt Brot? Reis, so wie der Großteil aller Menschen auf dem Planeten. Reis. Nee, aber jetzt, das ist auch so ein Fun-Hot-Take mit dem Brot. Ich kann das voll gut verstehen und die meisten meiner deutschen Freunde hier vermissen Brot super doll, deswegen bringe ich das immer an, weil mir fehlt das halt nicht so richtig. Ihr habt Weißbrot ohne Rand.
Genau, oh, genau, das gibt's hier, ja. Das ist das Beste. Junge. Das haben wir in Deutschland nicht. Ich glaube, so selten haben wir das hier. Ja, sonst weiß ich auch nicht. Es sind, glaube ich, immer in dem Moment fallen mir dann so Sachen ein. Kinderschokolade, die gibt's, aber die ist sehr teuer. Das Ding ist halt auch, ist halt Tokio so, ne? Ist die größte Stadt des Planeten. Man kann das schon alles irgendwie kaufen. Ja. Das sind schon super spezifische Sachen, die man dann nicht findet. Also, ich musste zum Beispiel eine Muskatnussreibe, musste ich mir selber herholen. Das gab's hier halt nicht so. Und irgendwie Wackelpudding, Waldmeister. Waldmeister ist ein Geschmack, den einfach man außerhalb Europas so gut wie nicht findet, so. Mm. Und das ist, irgendwann hatte ich da Bock drauf und ist mir aufgefallen, dass ich es nicht finde in Japan und musste es dann importieren. Waldmeister, okay. Krass. Ja, aber dafür habt ihr halt so den geilen Sake und so. Gibt's gutes Kebab auf Berliner Niveau? Ich würde nicht sagen, nee, auf Berliner Niveau. Es gibt Kebab, aber nicht auf, ja, Berliner Niveau. Ja, das schmeckt aber, das schmeckt komisch. Ja, ja. Also, das fehlt mir. Wie gesagt, so gibt's mal Sachen, die mir doll fehlen, aber ich muss jetzt überlegen. Also, außerhalb von Essen und so, Smalltalk fehlt mir halt. Mm. Also, keiner merkt mir jetzt auch, ich rede gerne und viel. Und wenn man eine Sprache nicht so gut spricht und die meisten Menschen, die auch nicht so gut sprechen, ist man halt einfach ein bisschen außen vor oft. So. Ja, und das habe ich aber anders wahrgenommen da in den Bars. Ja, aber da hatte ich auch zwei Bier in der Gruppe dabei. Nee, aber es ist halt so, dass Japan ist eine sehr private Gesellschaft. So. Man hält sich aus dem Leben anderer Menschen raus. Und es ist sehr schwer, Freundschaften zu schließen. Und es gibt immer ganz tolle Geschichten. Und ich glaube, es gibt Leute, die werden hier unglaublich glücklich. Aber dass man hierher kommt und binnen weniger Monate wirklich dazugehört, ist einfach eine Utopie. Zumindest für mich. Und du wirst jede Woche immer wieder daran erinnert, dass du nicht dazugehörst. Dass du anders bist. Und auch nicht immer auf eine gute Art und Weise. So, und man denkt, das tut mit der Zeit immer weniger weh, aber mir tut das jedes Mal noch weh. Wenn ich anders behandelt werde, einfach weil ich anders aussehe. Und für mich ist natürlich eine tolle Lektion, weil ich dazu sagen muss, ich habe das jahrelang auch nicht wahrgenommen. Ne? In Deutschland habe ich nicht gemerkt, wie sich zum Beispiel meine türkischen Mitschüler oder meine irgendwie deutsch-russischen Mitschülerinnen und Mitschüler fühlen, wenn wir sie darauf reduzieren oder blöde Sprüche dadurch machen. So. Und hier ist dann schon so, dass man beim 100. Mal, wenn einem jemand ein Kompliment gibt, weil man mit Essstäbchen essen kann, denkt, ja, Digi, ich wohne hier auch seit 3 Jahren. So. Aber allgemein so Rassismus in Japan ist schon groß, ne? Ich sag oft, institutionalisierter Rassismus ist voll krass. Also, dass du in ein Amt kommst und dir einfach knallhart gesagt wirst, bis hierhin und nicht weiter, du Schmutzfink. Ja. So. Aber dass Menschen dir begegnen auf der Straße, die offen dir gegenüber rassistisch sind, würde ich sagen, aus der Wahrnehmung, die ich jetzt natürlich nur aus dritter Hand kenne, ist seltener. Mhm. Viele japanische Menschen sind unglaublich naiv, wenn es darum geht, wie sie mit Menschen umgehen, die andersartig sind, weil es ihnen so selten begegnet, aber sehr offen dafür, eine Lektion daraus zu lernen. Ja, ich sage immer, wenn du in Deutschland Rassist bist, ne, dann liegst du ja einfach falsch. So, ne? Also wir haben es zweimal versucht, ist zweimal nach hinten losgegangen. Es ist einfach dumm. Man ist einfach ein ignoranter Mensch, wenn man Rassist ist in Deutschland. Das ist auch, keine Ahnung, das ist kein Statement, das man, glaube ich, irgendwie rechtfertigen muss. Ja, wirklich, du liegst ja einfach faktisch falsch. Ja. Und alles sagt dir das, aber du willst vehement versuchen, deine Emotion, die du weißt, dass die schlecht ist, als eine Tatsache zu verkaufen. So, und da gehst du auch über jede Leiche so. Und in Japan ist es so, dass dir aber oft keiner, glaube ich, oder den meisten japanischen Menschen gibt nie jemand eine Chance zu verstehen, was Andersartigkeit bedeutet. Keiner erzählt dir in der Schulklasse, was das ist. Deine eigene historische Rolle wird dir nur ganz bedingt wiedergegeben, warum das nicht okay ist, blöde Sachen über Koreanerinnen und Koreaner zu sagen. Niemand verdeutlicht dir, dass das eine Grenze ist, über die man nicht gehen sollte oder was das eigentlich bedeutet. Und man ist auch so wenig mit Andersartigkeit konfrontiert. Das ist keine Ausrede, aber es ist zumindest für mich eine Erklärung, die es mir leichter macht, nicht wütend zu werden, wenn zum 100. Mal jemand was über meine Nase sagt. So. Ah, die sind auch in Tokio, achten auch viele darauf, dass sie alle gleich aussehen, ne? So ein bisschen so anonym. Ja, also nicht rausstechen. Ich würde sagen, es geht nicht mal um gleich aussehen, es geht darum, nicht anders aussehen. Genau, nicht aufzufallen. Korea wollen alle gleich aussehen. Ja. Aber nee, es geht, genau, nicht auffallen. Ja. Das ist so das Wichtigste. Ja. Was aber eben darin resultiert, dass man auch nicht Leute anschaut, die anders aussehen. Und das ist, glaube ich, was viele Leute, die hernehmen, also viele meiner ausländischen Freunde, die herkommen, sagen, sie haben sich noch nie so frei in ihrem Leben gefühlt wie in Tokio. Weil sich niemand für dich interessiert. Es ist einfach allen egal, was du machst.
Und das kann so als jemand, der herkommt, super befreiend sein, aber als jemand, der hier lebt, natürlich auch sehr, sehr einsam. Mhm. So. Ich glaube, nirgendwo auf der Welt, wo ich bisher war, ist es so einfach, einsam zu sein wie in Tokio. Wenn du in der Bahn stehst, da stehen 300 Leute mit dir im Waggon, schaut dich niemand an, außer der Werbeplakate. So. Das resultiert aber eben in einem viel engeren Familienbegriff zum Beispiel. Familie ist viel enger in Japan. Die Idee, dass Familie zerbricht, ist völlig fremd für viele japanische Familien. Also eine Scheidungsrate von 3,5%. Klar, hat auch mit der schwachen Rolle der Frau zu tun und sozialem Stigma, aber auch einfach mit einem anderen Familienverständnis. Frauen haben da auch, haben die da nicht auch richtig viel Druck? Ja, klar. Also wenn du nicht, also man heiratet wesentlich später, aber es ist schon ungewöhnlich. Also meine Freundin hat schon gesagt offen, sie hat schon, ihre Eltern sind mega cool, aber sie hat schon ein Druckgefühl wahrgenommen, dass sie jemanden finden muss. Ja. Ob sie will oder nicht und dass das so und so laufen muss. Okay. Aber das ist eine der Konsequenzen. Wenn du im Geringsten anders bist und dich anders fühlst, ist das meistens kein befreiendes, sondern sehr schmerzhaftes Gefühl. Mhm. Aber sonst geht, würdest du sagen, dir geht's so allroundmäßig besser in Tokio oder schlechter? Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also ich glaube, das kommt immer auf die Phasen an. Die meisten Phasen, die ich hier gut oder die ich hier schlecht hatte, hätte ich woanders genauso gut oder schlecht gehabt. Ich lieb Tokio in den meisten Tagen richtig doll. Mhm. Also es gab irgendwie, neulich waren wir, ich weiß gar nicht, waren wir, glaube ich, im Disneyland oder so. Und ich weiß nicht, ob Leute schon mal im Disneyland waren. Da gibt es so ein Ding, da sitzt du in so Stühlen, wo die Beine so runterhängen und dann bist du vor so einer riesigen Leinwand und dir werden auch so Gerüche ins Gesicht gepustet und so. Und normalerweise fliegst du über die Savanne und dann durch irgendwie eine Eiswüste und bla. Und in Tokio, in Disneyland, fliegst du am Ende über Tokio. Und ich weiß gar nicht genau, warum, aber irgendwie saß ich dann da so und dann rollte mir so eine Träne die Wange runter, weil ich die Stadt auch schon richtig gern habe. So. Ja. Und auch mein Leben hier gern habe und ich meine Partnerin richtig doll liebe. Und schon immer noch sage, auch nach all der Zeit und nach all diesen frustrierenden Momenten, über die man auch gerne mal klagt, sonst wären wir auch nicht mehr so richtig deutsch, ist es schon so, dass ich der Stadt und dem Land immer noch ganz viel abgewinnen kann und sage, ich bin auch, glaube ich, einfach ein positiver Mensch. Ja. Also, dass ich granteliger und schlechter gelaunt werde, liegt nur daran, dass ich älter werde und nicht daran, dass ich in Tokio bin. Aber jetzt steht ja gar nicht mehr so viel. Also, wenn, weil du ja sagtest, ja, du könntest ja eigentlich noch dahin auswandern und da, aber solange du deine Freundin hast, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, kann ja mitkommen, ne? Aber entscheidet man dann halt gemeinsam. Würde sie machen? Ja, also sie sagt halt, sie würde gerne näher bei ihrer Familie bleiben. Mhm. Und das ist schon auch was. Ich war gar nie so richtig so ein krass enger Familienmensch. Meine Familie ist toll, ich liebe meine Eltern und meine Geschwister richtig doll, aber ich habe das nie vorher so doll gefühlt. Und jetzt ist es schon manchmal sehr schmerzlich. Wenn man halt merkt, ich habe das Kind gesehen, da konnte es noch nicht laufen und beim nächsten Mal redet es schon. Ja. So, und das sind so Momente, wo man das Gefühl hat, krass, so richtig da bin ich halt nicht. So. Mhm. Und auch Eltern werden, also ich hoffe, dass den meisten von euch noch eine Weile erspart bleibt, aber irgendwann werden eure Eltern alte Menschen. Und alte Menschen, die kümmern sich nicht mehr um euch, sondern dann ändert sich das auch. Diese Dynamik, es gibt, glaube ich, für mich war es zumindest so, das ist jetzt, ne, muss man nicht erzählen, weil es sehr privat, aber es gibt so einen magischen Moment, an dem schwingt das um und du merkst plötzlich, dass jemand dir die Hand ausstreckt und in der ist ganz viel Verantwortung, die du jetzt übernehmen musst. Mhm. So. Und das ist nicht schlimm und das tut nicht weh, aber das geht mit ganz viel Überdenken einher. Mhm. Und zu diesem Überdenken gehört natürlich, ist das okay, dass ich nie da bin eigentlich? Ist das nicht auch irgendwie sau undankbar, einfach abzuhauen und zu sagen, ja, viel Glück Mutti und Vati, ja, das mit der Gicht und so, das müsst ihr gucken. Ja, hast du noch Geschwister? Ja, ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Okay. Beide wohnen nah an der Heimat. Ja, okay. Auch da, ich glaube, das Ding ist, früher habe ich auch immer gedacht, ja, die nehmen einem das dann ab, aber was die einem nicht abnehmen, ist ja das Gefühl, dass man trotzdem seinen Eltern nahe sein möchte. Und klar, mir blutet natürlich jedes Mal das Herz, wenn meiner Mutter eine Träne die Wange runterrollt, wenn sie in der Tür steht und winkt, wenn ich wegfahre. So, ja. War sie schon mal in Japan? Nee. Würde sie nicht? Doch, ich glaube schon. Meine Mutter ist eine unglaublich intelligente Frau. Ja. Also will ich das Glück, die besten Eltern zu haben, wie man sich nur wünschen kann. Wenn ich die Hälfte von dem richtig mache, was meine Eltern geschafft haben, bin ich der absolute Gewinnertyp. So. Also ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, in dem an jeder Ecke, in jedem Ecke, und irgendwie, also wirklich überall war richtig viel Scheiße, was moralische Werte betraf. Und meine Eltern waren für mich immer so ein Leuchtturm von das ist richtig und das ist falsch. So. Und das waren auch Dinge, die richtig sind. Und meine Mutter ist so eine ganz weltoffene Frau, die aber für sich ganz früh gemerkt hat,
dass sie nicht weit von Ostfriesland weg muss, um glücklich zu sein. Mhm. Und die hat nie in einer großen Stadt gelebt und für sie in ihrem Kopf ist Tokio ein Moloch. So. Krass. Und ist natürlich trotzdem interessiert und hat irgendwann so eine, auch dann so eine Unterhaltung angefangen. Hat mich ja gefragt, ist das nicht voll krass und was ist für dich besser, Stadt oder Land? Und ich kann das halt gar nicht so doll sagen, aber sie sagt, ich hatte nie das Gefühl, dass ich nicht genau da bin, wo ich hingehöre. So. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Ich glaube, es halt gibt Menschen, die sind so weise geboren, wie ich nur erst werden muss. Und meine Mutter gehört, glaube ich, so dazu. Süß. Aber deine Freundin war auch schon mit da? Ja, meine Freundin war schon da, hat meine Eltern kennengelernt. Wie findet sie Deutschland? Ich gebe mal die netten und die schlimmen Kommentare wieder. Ja. Meine Freundin ist ein unglaublich positiver Mensch. Also wirklich ein richtiger Sonnenschein. Die einfach auch überhaupt sich beklagen ist gar nicht so ihr Ding und so. Jetzt ist ja auch so eine schlechte Unterhaltung länger, hat sie keinen Bock drauf einfach so. Aber das Schlechteste, was sie, glaube ich, gesagt hat, ist, sie hätte nicht gedacht, dass es so dreckig ist. Und das muss man im Kontext sehen. Japan ist wirklich geleckt sauber. Also so, wenn du durch Zentral-Tokio gehst, dann liegt da kein Müll rum. Das gibt es einfach nicht. So. Und wenn du in Hamburg am Bahnhof in die Deutsche Bahn einsteigst, die 35 Minuten verspätet ist, und dich labert Günther darüber voll, dass er mit seinem nigerianischen Ex-Mann echt eine richtig wilde Nacht hatte und sich überlegt, ob er ihm zurückkommen will. Günther trägt keine Schuhe, versteht sich. Dann ist schon natürlich ein Moment, wo sie dachte, ja, man könnte hier schon auch mal durchfegen. Oh Mann. Auf der anderen Seite gab es halt Sachen, die ihr halt Graffiti null, na, das gibt's schon, aber nur in den Stadtteilen, in denen halt Graffiti-Kultur existiert. So, aber auf der anderen Seite war, was sie halt meinte, ja, wir haben halt auch richtig auf dem Land. Meine Freundin ist halt aus Tokio, ne? Also, und für sie war dann schon, jedes Tier war für sie halt einfach das Allergeilste. Jede Kuh, die sie gesehen hat, war sie immer Kühe! Und war einfach mal sofort so, voll krass, fand das halt mega. Und jedes Mal, wenn wir irgendein Schaf gesehen haben, nicht so, Alter, wir fahren jetzt noch 2 Stunden, ne? Und das sind nur Kühe. Wo ich herkomme, gibt es nur Kühe. dann, sie findet, Pommes sind der Oberhammer. Es ist halt doppelt frittierte Pommes. Ihr wisst alle nicht, was ihr da habt, ne, in Europa. Also wenn ihr erstmal aus Europa weg seid und es gibt einfach keine richtig guten Pommes mehr, ne? Das ist schon. Ich finde Pommes nicht mal so geil und vermisst die. Currywurst fand sie richtig mega. Okay. Also das ist ihr für sie so der Schlager. Da hat sie auch gesagt, ey, das ist das Einzige, wo sie sagt, das fehlt mir gerade richtig doll, dass wir das hier nicht essen können. So. Boah, Currywurst. Currywurst fand sie halt richtig geil. Ich finde Currywurst halt auch richtig geil. Wenn ich in Deutschland lande, ist das Erste, was ich esse, Currywurst. Bäh. Und danach gibt's einen Döner. Berliner. Nee, und sonst, sie fand halt interessant, dass die Städte so extrem divers gemixt sind. Also wir waren 2-mal in Hamburg, einmal als sie angekommen ist, einmal als wir gefahren sind. Am Anfang waren wir vor Sternschanze, für alle, die Hamburg nicht kennen. Das ist so der hippere Bezirk, bewusst dreckig, Graffiti, Straßenkultur und so und viele kleinere Läden und Bars und so. Und als wir geflogen sind, waren wir eher so rund um die Mönckebergstraße. Das ist dann so der schickere Teil an der Alster. Mhm. Und sie fand halt krass, dass das die gleiche Stadt ist. Weil sie halt einfach meinte, dass eine Stadt sich gleichzeitig so schmuddelig jung und so alteingesessen schick anfühlen kann, ist für sie halt einfach neu. Mhm. Und dann ja natürlich die Größe aller Gebäude. Jo. Also man lebt halt auf großem Fuß in Deutschland. Ja. So. Und die Kommunikation mit deinen Eltern? Ja, Englisch halt. Ne? Also meine Mutter spricht ganz gut, mein Vater auch noch okay, aber mein Vater ist auch so, dass mein Vater ist halt wie ich, der redet auch nur und dann will der immer Sachen erzählen, die einfach sowieso schon auf Deutsch schwer wären. Ja. Erzählt die dann und streut dann immer ein Wort auf Deutsch ein. Also erzählt dann so when the Kernschmelze happened at the Nuklearreaktor Kern, then you had to be careful that the Kernmaterial is not too close to the Schmelztiegelpunkt. Und guckt dann immer mich an, wenn ich übersetzen soll. So. Geil. Aber mein Vater hat die richtig doll geliebt. Also der ist halt, der ist wie so ein Kind, ist immer durchs Haus gerannt, hat die ganzen Spielzeuge gesucht und ihr die präsentiert. Also Spielzeuge sind so Sachen, die er irgendwo mal gefunden hat. Wie so ein Alien, der da im Haus ist.
Nee, ist einfach, das macht er bei jedem. Also yeah. Mein Vater ist dann, der holt die geilsten Sachen. Wir sitzen auf der Couch, er so, hol mal was, geht kurz weg, kommt wieder, hat so ein 25 Jahre altes Holzspielzeug, das ich nie mehr gesehen habe, seit ich 6 bin oder so. Yeah. Das früher in unserem Wohnmobil vorne, wo du unten drücken kannst und dann fällt der Hund so um. Ich weiß nicht, ob du diese Holzdinger kennst, wo so eine Schnur drin ist. Yeah. Und ich so, wo hast du denn das her? Und er so, hab ich doch noch. Und dann holt er das, stellt das auf den Tisch, zeigt einem das kurz, geht weg und holt was anderes. Süß. Was bringst du, was ist so das Übliche, was du mal so mitbringst als Mitbringsel? Für meine Eltern meistens Essen. Also mein Vater, der verträgt ganz wenig so künstliche Sachen und so, kann der nicht essen. Ja. Dann fahre ich meistens irgendwie und suche irgendwas, versuche Miso-Paste zu finden ohne irgendwas oder Sachen ohne Geschmacksverstärker und so, weil das mein Vater aus gesundheitlichen Gründen nicht essen darf. Meine Mutter auch meistens irgendwas zu essen, so, also einfach schon urjapanische Sachen, weil beide gerne Sachen ausprobieren. Mein Vater liebt halt Fisch, so. Dann für meine Geschwister meistens irgendwas Witziges und für die Kinder halt irgendwie Holzspielzeug und so, irgendwas Japanisches. Ich habe auch mal ein japanisches so Wörterbuch mitgebracht, so ein Kinderwörterbuch, wo dann irgendwie Hiragana drin sind und so, sowas halt. Oh, ist cool. Ja, Essen. Also, das ist ja, würdest du sagen, die Japaner ernähren sich gesund, weil du gerade Essen sagst? Im Schnitt ja, aber halt vor allem viel besser, würde ich halt sagen. Und damit meine ich nicht also nicht gesund besser, sondern ja, ich glaube, in Deutschland fällt einem manchmal gar nicht auf, aber wenn das dann mal jemand ausspricht, es gibt schon eine Menge Restaurants, in die geht man rein und kauft Essen, das ist so unterirdisch, dass man eigentlich dafür normalerweise nicht bezahlen würde, aber man ist das halt einfach gewohnt. Mhm. So. Dass es dann einfach echt viele Restaurants gibt, die einem Zehner für absolut mittel- bis unterdurchschnittliches Essen abzwacken. So. Und das gibt es in Japan einfach nicht. Ja. Also die Qualität von Essen ist einfach sehr hoch. Essen ist verhältnismäßig auch teuer, aber dafür ist die Qualität auch einfach sehr hoch. Gar nicht. Ja, ich auch nicht so richtig doll, aber also ich sag mal, in Deutschland im Supermarkt einkaufen ist viel günstiger als in Japan. Ausgehen ist in Japan im Schnitt meiner Meinung nach günstiger als in Deutschland. Ja, viel günstiger. Und dann, es wird halt sehr viel dadurch, dass eine Insel ist und die Einfuhrzölle sehr hoch sind, wird sehr viel Inlandsproduziertes gegessen. Dann sind Japaner auch einfach echt piefige Kunden. Also jemandem eine alte Aubergine vorsetzen, das kannst du halt abschminken. So. Also das sind einfach die Kunden hier nicht gewöhnt. Und daraus resultiert, glaube ich, dass man frischer und gesünder isst. Mhm. Auch weil die nationale Küche, wobei das kann man auch nicht so sagen, es gibt Sachen, die sind so ungesunde Monsterbomben. Aber ja, in Japan isst man einfach meistens eine große Mahlzeit am Tag und sonst kleine Mahlzeiten. Und das Resultat ist, glaube ich, einfach eine magenfreundlichere Ernährung, die, glaube ich, auch einfach dabei hilft. Und der Lebensalltag ist für viele agiler, denn die meisten Menschen leben einfach in einem Alltag, wo sie viel pendeln, sehr viel sich bewegen, auch vom Büro zum Büro, im Büro sich bewegen und so. Es ist mehr Bewegung ist, glaube ich, drin. Und der Gesundheitsbegriff ist ein anderer. Und kochst du viel selber? Ja, schon. Mal so. Kommt auf die Arbeit an, weil ich koche meistens selber. Auch wenn in Tokio es günstiger ist, essen zu gehen meistens. Was kocht man da so? Ich koche halt meist. Wobei, nee, meine Freundin kocht gar nicht. Ich hatte noch nie eine Partnerin, die gekocht hat. Okay. Und dann koche ich halt auch japanisch für sie, weil halt, keine Ahnung, sie isst halt am liebsten japanisch. Und dann zum Frühstück gibt es dann halt so Miso-Suppe und gegrillten Fisch und so. Also, wenn man gerne kocht, die meisten Leute hier gerne kochen, ne? Deutsches Essen besteht aus verschiedenen Geschmacksrichtungen. So salzig, ne, dann herzhaft, Ende. So, ne, aber es gibt also Essenzen in der deutschen Küche, wie eine Brühe oder so. Ja. Und dann, keine Ahnung, wir kombinieren gerne Fleisch mit einer Gemüsebeilage, einer Soße und so. Und das sind so, wie eine Küche funktioniert. Und im Japanischen gibt es genauso so Essenzgeschmäcker. So Sojasauce, Miso, Essig und so. Es gibt so Basics. Und wenn man die so, man kann halt ein paar Kochvideos gucken und dann verstehst du, wie man eine Miso-Suppe macht und so. Und dann versteht man, wie man Fisch grillt. Und ich kann jetzt nicht, keine Ahnung, konnte jetzt nicht am Anfang sofort komplexe Sachen hinzaubern, aber man versteht das recht schnell. Und das heißt, ich koche Japanisch und die andere Hälfte, genauso wie ihr wahrscheinlich alle kocht, so ein Mix aus deutsch-europäisch irgendwas, so. Hast du für deine Freunde auch schon mal deutsch gekocht? Oft koche ich tatsächlich deutsch für sie. Das Einzige, was sie absolut widerwärtig findet, ist Milchreis. Ich habe einmal Milchreis gemacht, sie hat einen Löffel gegessen
Und dann saß sie so und war so kurz still und dann meinte sie, ja, wie oft isst man denn Muffins in Deutschland? Weil wir, da stand schon die Deutschlandreise an. Und ich so, ja, weiß ich nicht, ich denke schon so 4-5 Mal die Woche so. Ich dachte, ja, geil, jetzt kannst du ihr auch mal einen mitgeben. Meinst du, ja. Und dann immer, gibt es noch andere Sachen morgens, wenn es Milchreis gibt? Oder ist dann nur Milchreis? So, und ich so, nee, also ist schon das zentrale Gericht. So. Gibt es dann vielleicht noch Milchbrot dazu? Und ich, was ist denn Milchbrot? Nee, dann, das ist so das Einzige, was ich bisher gemacht habe, was sie überhaupt nicht mochte. Ja. Das findet sie wirklich pervers. So, also da sagt sie, da wird ihr anders. Wenn ich ihr das vorsetze, der Geruch wird ihr schon anders und so. Naja, ist halt, für sie ist halt Reis essentiell, ne? Das ist halt eine Todsünde. So. Ja. Das ist halt, keine Ahnung, sie, irgendwann waren wir irgendwo essen und da gab es irgendein Gericht, da waren Nudeln dabei und dann hat sie Reis dazu bestellt. Ich so, Nudeln mit Reis oder was? Und sie ist ja alles mit Reis oder was? Ich so, bah! Das kannst du doch nicht machen! So. Oder ich war hier mal in einem Laden und da gab es einen Kuchen, einen Cheesecake mit Camembert. In der Käsemasse ist Camembert. Es gibt schon echt komische Sachen, ja. Es gibt auch immer in Japan diesen, oh, da habe ich ewig überlegt, wenn du Wasser bestellst beim Essen, dann gibt's so Aschenbecher Wasser. Kaffee, was? Aschenbecher? Ja, was ist denn Aschenbecher Wasser? Das ist jetzt so geil, wenn ich gleich rausfinde, was du meinst. Das, oh, ich weiß gerade nicht mehr, was es war. Da haben wir uns mit deinem Kumpel getroffen. Da waren, du meinst Mugicha. Das ist gerösteter Gerstentee. Das ist so eklig, ja. Ich finde das mega lecker. Das ist ja so widerlich. Aber das Aschenbecherwasser ist ohne Spaß eine wirklich gute Beschreibung dafür, für den Geschmack. Ja. Aber das schmeckt nicht so schlimm wie Mate, aber schon in die Richtung. Oh, das ist richtig eklig. Aschenbecherwasser ist ja geil. Ich dachte so, hä, was meinst du denn? Aber es stimmt schon, ja. Also Mugicha ist Gerste, die wird geröstet und dann wird daraus ein Tee gemacht. Ich habe das auch hier. Und das ist so ein Erfrischungsgetränk, das du halt überall einfach so dazu kriegen kannst. Und gerösteter Tee. Wenn ihr euch für Tee interessiert, der Wikipedia-Artikel zum Tee, der wird euch, da bläst euch alles aus dem Gesicht, was Tee ist und wie komplex. Aber ja, Mugicha heißt das. Mugi ist Barley. Fun Fact, Mugi ist auch der häufigste Haustiername in Japan. Mugi. Sowohl für Katzen als auch Hunde. Und das ist das. Oh, ich war immer wieder, Wasser oder Tee? Ja, Wasser. Und dann kommen die mit diesem Aschenbecher-Zeug. Ich denk so, nein. Aschenbecherwasser ist so geil für Mugicha. Ja, nee, musst du einfach dazu sagen, dass du richtiges Wasser willst. Oh. Die denken, die tun dir was Gutes. Ne? Die denken, die sind mega nett und geben dir viel geiler als Wasser den guten Mugicha. Also Cha ist Tee und Mugi ist halt, Mugi ist Barley. Also das finde ich ganz eklig. Ich hatte noch von Ben eine Frage, ob du nochmal betrunken ein Pen and Paper leiten würdest. Ich trinke gar nicht mehr on air tatsächlich. Also ich hatte ja mal so einen Zwischenfall, wo ich bei Rocket Beans, hatten wir eine Live-Show und das war voll krass vorbereitet. Also wirklich, das war irgendwie so ein 35-Seiten-Skript, das war so viel mehr, 50 Seiten oder so. Yeah. Mit Live-Interaktionen und allem. Und ich habe halt nichts gegessen an dem Tag, war mega nervös und so. Und irgendwie stand halt außer Wasser auch nichts auf dem Tisch. Weil es nicht die Schuld von irgendwem gibt, ne? Es ist einfach meine Schuld. Und dann habe ich halt ein Bier und noch ein Bier und noch ein Bier und war halt einfach irgendwann sauvoll. So, und im Nachhinein, ich finde das völlig okay, dass Leute darüber lachen. Ich finde das halt mega scheiße, weil ich das voll scheiße fand, dass da 40 andere Leute waren, denen ich allen den Tag versaut habe, weil es sau unprofessionell war. So. Yeah. Aber ich, ja. Und ich, seitdem habe ich, glaube ich, einmal wieder ein Bier getrunken on air, sonst trinke ich nicht mehr on air. Blauke. Blauke, genau, ist dann irgendjemand draus gemacht. Naja. Ja, im Nachhinein, ne? Viele Leute können da irgendwie immer noch Spaß dran finden, aber ich glaube, es ist ja auch wichtig, wenn man Fehler macht, dann sollte man die nicht daran messen, wie schlimm andere die finden immer, sondern man kann die auch mal daran messen, wie schlimm man selber die findet. Ich fand selber, das war ein sehr schlimmer Fehler und ich fand das nicht gut. Okay. Ich habe es nicht gesehen, keine Ahnung. Wann hast du dein letztes Pen and Paper gemacht? Im Dezember jetzt, ne? Glaube ich. Oder war es Januar schon? Ne, Dezember. Ich war in Deutschland im Dezember, ja, da gab es ein Pen and Paper. Du, danke, dass du mir folgst so regelmäßig. Nein, Quatsch, macht Spaß. Nein, alles gut. Da war ich bei Rocket Beans noch zu Gast und da gab es einen Pen and Paper Abend. Ich guck die Rocket Beans nicht. Ich auch nicht. Weiß ich. Ich guck die schon. Das ist schon immer so eine Bubble, ne? Wir haben da auch schon drüber geredet. Das war für mich voll der augenöffnende Moment, aber bei allen Projekten. Immer wenn ich ein Projekt verlassen habe,
ist man erst in der Lage, von außen drauf zu gucken und zu sehen, krass, wie sich's von innen anfühlt und wie es von außen sich anfühlt. So. Und all diese Projekte haben halt Dinge, die von innen sich ganz anders anfühlen. Und man nimmt das irgendwie gar nicht so doll so wahr, dass man in so einer Bubble ist, wenn man in einem Projekt arbeitet. Und wenn man dann von außen drauf guckt, merkt man ja so, krass, das ist schon nischig. Das ist schon auch eine Bubble und man muss echt viel wissen, um da reinzukommen. Man muss die Leute kennen, um sich dafür zu begeistern und so. Deswegen finde ich das auch null merkwürdig, dass Leute sagen, ich gucke das nicht oder ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht mal, wer da drin ist. Ich bin da null drin, keine Ahnung. Die haben mehrere Pen-and-Paper-Shows und es gibt halt die größte, weiß nicht, ob man das immer noch sagen kann, aber die, für die ich quasi, wo ich mit verantwortlich bin, ist die mit den vier Hauptmoderatoren quasi. Also Simon, Eddie, Budi und Nils. Und das ist quasi, damit wurde das gestartet, das Format. Und das ist über die Jahre auf immer andere Dinger über. Und da kam auch Ultracore irgendwann her, aus dem jetzt das Spiel Coreborn dann stammt. Und so ist das quasi. Und in der Runde bin immer ich der Spielleiter. Es gibt aber noch ganz viele andere Pen-and-Paper-Runden bei denen. Aber krass, dass du da wirklich auch hinfliegst und nicht sagst, du machst das halt über Kamera. Ja, ich finde, dass das Gefühl am Tisch wichtig ist für diese Show. Dann, ich glaube, eine der wichtigsten Erkenntnisse als Content-Erschaffer ist, die meisten Leute haben überhaupt keine Ahnung, was sie sehen wollen. Mhm. Und die Faktoren, die ihnen wichtig sind, die können sie selber gar nicht benennen. Und darum muss man immer so ein bisschen raten, welche wichtig sind. Und dabei sollte man sehr vorsichtig sein. Mhm. Und ich ändere ungern Dinge an Rezepten, die funktionieren. Und das Format macht vielen Leuten seit vielen Jahren richtig viel Freude. Und ich glaube, dass ein essentieller Teil davon ist, dass wir vier oder fünf eben da am Tisch sitzen und als Kumpels Pen and Paper spielen. Und ich glaube, dass das verlieren würde, wenn wir das online machen würden und diesen Event-Charakter wegnehmen. Mag eine Fehlannahme sein, aber ja. Ja, cool. Ich habe noch nicht so ganz in Pen and Paper reingefunden. Also ich habe es zweimal gemacht, aber irgendwie ist immer so, wie so eine Hemmung ist da. Können wir auch mal zusammenspielen, dann sind die Hemmungen alle weg. Meine Charaktere sind immer pures Chaos, deswegen ist es alles egal. Ich glaube, es gibt Runden, die lieben oder Runden, die hassen mich als Spieler. Ja? Ich kann keine normalen Charaktere spielen. Okay. Ich halte mich dann immer so ein bisschen zurück und denke so, nee, lass du mal, so, das ist das Einzige, wo ich Hemmung habe. Da picke ich mir gerade solche Leute raus, die sich zurückhalten und immer denen den Ball zuspielen. Ja. Das glaube ich auch wirklich, wenn du einen Spieler, eine Spielerin dabei hast, die zum Beispiel out of character nicht redet. Und das fällt mir halt überhaupt nicht mehr schwer. Mein Charakter, ich sag nicht, Peter macht jetzt das. Ich bin ja Peter. Die also, ganze Zeit nonstop. Ne? Ich mach jetzt das so. Aber ich muss nicht immer eine komische Stimme dafür haben oder so. Aber ich gehe jetzt durch die Tür, nicht Peter geht durch die Tür. Ja. Aber du spielst du auch selber. Ich spiele mittlerweile lieber, als dass ich Meister. Auch weil es weniger Arbeit ist. Ja. Aber ich spiele lieber, als dass ich Meister, ja. Okay, ich verstehe. Und wann kommst du wieder nach Japan? März. Wahrscheinlich hab ich schon gehört. Wahrscheinlich so 22., so 23. für 2 Wochen. Ah, ich wollte gerade fragen, wie lange? Ja, 2 Wochen. Nur Tokio oder wilde Tour? Also wir sind ja eine größere Gruppe dann, aber ich will nicht nur Tokio. Ich weiß ja nicht, was du denn da zu tun hast. Ich könnte ein Auto mieten, dann können wir nach Hakone fahren oder so. Das ist richtig geil. Ja! Und da kann man mit dem Zug auch hin, aber das ist schon cooler mit dem Auto, weil dann kannst du auch mal auf den Berg hoch. Kannst und so. Du da so mal 3-4 Tage weg oder ist. Nee. Ja, ich glaube, da ist gerade zwischen Release-Schedules. Das könnte gehen. Ja, lass das mal machen. Hokkaido kann man auch, muss aber mit Shinkansen hin, ne? Aber es geht auch, ist gar nicht so lang. Also es sind 4 Stunden Norden, oder so. Ne? Bis so. Genau. Ja. Ja, ich bin extra wegen den Kirschblüten da. Ja, dann ist Hakone schön. Gibt auch noch so. Können wir nachgucken. Ich glaube, Nagoya ist auch so ein Geheimtipp für Kirschblüten. Ja, ich würde gern mal irgendwo auch hin, wo es wirklich jetzt nicht nur so rammelvoll ist mit ganz viel Stadt und so. Ja, Hakone ist schon richtig Land. Ja. Wir können auch richtig aufs Land fahren. Ja. Hakone war ich schon. Okay. Das hätte ich jetzt auch erwartet, weil das ist eigentlich auch relativ berühmt. Das ist ja so eine ganze Region. Da war Schnee. Da sind wir mit dem Bus auch irgendwie hochgefahren. Ich will ja immer nach Kyoto, weil ich Kyoto so gut finde, aber da war es ja auch schon. Also auch da sind viele Touristen. Ich glaube, das wird jetzt alles wieder richtig voll bei euch, ne? Ja, glaube schon. Also jetzt ist schon so, dass wenn du durch Shibuya läufst, dann ist jeder dritte Tourist. Ja. So.
Ja, es ist ab 25. Nee, ab 26. blüht es in Tokio. Ich habe schon die Vorhersagen inhaliert. Wenn wir mehrere Tage machen, können wir theoretisch auch ein Auto mieten und nach Kyoto mit dem Auto fahren und zwischendurch Stops machen. Oh. Und dann einfach mit dem Shinkansen zurück. Das geht, glaube ich, auch. Oh, kann man ein Auto in Tokio mieten und dann dort abgeben? Das gibt's, ja, ja. Es gibt so Rental-Car-Dinger, wo das geht, glaube ich. Das ist geil. Ich glaube, ja, wir schreiben einfach mal, dann besprechen ja. wir mal, was du machen willst. Ich glaube, Toro und Hauke würden sich gut verstehen. Genauso. Die kennen sich doch schon. Wir kennen uns. Ich wusste ja nicht, dass er auch hier ist. Als ich dann ankam, ich dachte, ja, ich treffe jetzt halt Jen und die brauchen eine Karte und so. Und kam so um die Ecke, komm in dieses Café und dann sitzt Toro da. Und ich so, hä, was machst du hier? Ich wusste nicht mal, dass ihr irgendwie verbunden seid. Ich hatte da keine Ahnung von. Ich krieg halt nichts mit. Ich fühle mich so außerhalb der ganzen Bubble. So, mir schreibt nie jemand, mich fragt keiner was. Ich weiß überhaupt nichts. Also, so Twitter und so bist du ja gar nicht dann auch nicht aktiv, ne? Manchmal, jetzt wieder mehr und jetzt lese ich auch, was ihr da alle so von euch gebt. Aber ich hab immer das Gefühl, ich habe auch nicht so spannende Sachen zu sagen. So. Du postest ja auch gar nichts. Du bist gar nicht Social Media affin mehr, ne? Überhaupt nicht, war ich noch nie. Ich musste mich immer so zwingen. Krass. Ich habe überhaupt keinen Bock, was zu teilen. Ich will an Sachen arbeiten und dann zeige ich die. Ja. Und dann ist fertig. Dann würde ich am liebsten danach wieder wochenlang gar nicht machen. Ah, du bist so am Sweet Spot. Ich weiß. Ach. Ich habe ja auch ein Management und so, und die sagen das auch immer, dass es voll die Verschwendung ist und ja. ich mache ja nichts und so. Ich habe überhaupt keinen Bock. Ich das weiß auch nicht, krass. Warum. Ich bin einfach kein guter Influencer. Würdest du dich als Influencer sehen? Also wer geheuchelt, wenn nicht. Ich war eine Zeit Streamer und ich würde sagen, Streamer sind in einem Maße Influencer. Ja. Auch wenn natürlich dieser Begriff in Deutschland eine gewisse Prägung hat. Hm. Ich glaube, und auch so schwer das ist in Deutschland, das zu sagen, ohne dass sofort jemand auf die Barrikaden steigt. Ich glaube, dass eine Menge Leute unterschätzen, was für ein Skillset Menschen mitbringen müssen, um in der Lage zu sein, auf die Art und Weise berühmt zu werden und zu bleiben. Mhm. Und ich habe davor eine ganze Menge Respekt, weil ich eben gespürt habe, dass ich dafür nicht gemacht bin. Mhm. Also ich glaube nicht, dass ich das auf Dauer könnte, was du machst zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass ich das Ausmaß an Aufmerksamkeit so auf lange Sicht so für mich verarbeiten könnte oder dass ich so positiv mich jeden Tag vor eine Kamera setzen könnte, auf Dauer. So. Ja. Ja. Verstehe ich. Und ich glaube, zum guten Influencer braucht man das. Aber ich war vielleicht einfach nicht so ein guter Influencer. Dafür machst du jetzt was anderes Cooles. Genau. Und ich glaube, das ist das Ding. Ich kann mir super gut vorstellen, irgendwann mal wieder zu streamen oder andere Sachen. In der Öffentlichkeit mache ich super gerne Sachen und ich habe überhaupt kein Problem mit vor einer Kamera zu sein. Und ne, ich lass mir gerne mal das Ego streicheln oder so. Aber es ist nicht so, dass es mich jetzt so doll zieht, dass ich nicht ohne kann. Mhm. Habe ich zumindest den Eindruck, vielleicht lüge ich mir da was vor, aber. Ja, du kannst jederzeit wieder zurück. Ich glaube, die warten eh alle. Sehe ich mich als Digital Nomad? Nee, ich habe das mal eine Zeit ausprobiert. Für mich war das nichts. Was ist das? Digital Nomad meint, dass du in der Regel in einem Land arbeitest über einen digitalen Zugang, aber in einem anderen Land lebst und dann rumreist. In den meisten Fällen bedeutet das, und auch da jetzt, ne, ich will niemandem zu nahe treten. In den meisten Fällen bedeutet das, dass Menschen in Ländern mit relativ hohem Einkommen ihre Arbeit haben, die übers Internet tun und dann in Ländern mit niedrigeren Einkommen leben und da dann halt in einem höheren Lebensstandard sind. Okay. Das heißt, ich habe in Großbritannien oder Deutschland oder in den USA einen Job und dann wohne ich aber in Thailand, Mexiko oder Kambodscha und kann dann da halt, also genießt da ein Leben, das sich für mich besser anfühlt oder keine Ahnung, oder das mir besser gefällt, aber habe eben die Vorzüge einer Anstellung aus einem anderen Land. In den meisten Fällen. Das heißt, ist nicht automatisch der Begriff, aber das heißt das in den meisten Fällen. Okay. Gibt es viele Streamer oder Influencer in Japan? In Japan selber ja. Japan hat eine der krassesten Idol-Kulturen auf dem Planeten, glaube ich so. Also Influencer, Idol, das sind nochmal so ein bisschen zwei verschiedene Sachen. Mhm. Also in Japan gab es vor Influencer schon Idols. Idols sind individuelle Figuren oder Teile von Gruppen, die als Person bekannt werden und deren Bekanntheit unglaublich vergänglich ist. Das heißt, du bist dann mal in einer Morningshow und in einer Talkshow und du bist auch in einer Band und du malst vielleicht und keine Ahnung. Und das war aber schon vor der Zeit von Social Media ganz groß. Also da gab es Idols auch schon. Und Idols können Sängergruppen sein, Künstlergruppen oder alles andere sein. So, und
Idol und Influencer vermischt sich ganz stark in Japan. Das heißt, es gibt Influencer, die sind klassische Influencer nach dem westlichen Begriff. Die streamen nur oder die machen nur Instagram oder beides oder keine Ahnung. Idols meint in der Regel aber Multilevel-Künstler in irgendeiner Form. Das heißt, die machen meistens irgendwas noch darüber hinaus. So, zumindest tanzen die noch oder keine Ahnung. Also, die haben eine Kunstform, die sie als ihre Hauptkunstform sehen. Und das gibt es super viel in Japan. Zigtausende. Ah, die sind auch schnell austauschbar. Das habe ich auch verfolgt gehabt damals. Das ist die Hauptidee davon, dass die schnell austauschbar sind. Also es gibt ganze Gruppen. Oh, vielleicht kriege ich diesmal hin. AKB 47? 48, glaube ich. Fuck! Ich weiß die Zahl immer nicht. Und die werden ja ausgetauscht. Das sind 84 Mädels, die werden pausenlos ausgetauscht. Also wenn eine nicht mehr ist, kommt eine neue rein in der Zahl. Das ist so krass. Ich meine, wer kann sich 84 AKB-Models merken? Also Idols, Entschuldigung. 48, nicht 84. Ja, 48 Stunden. Ja, es gibt auch so ein Anime, Love Live. Und das sind 9 Mädels immer und die in dem Anime, diese 9 Idol-Mädchen, die singen und tanzen, die gibt's halt auch in Real bei euch. Die machen Konzerte. Und von Staffel zu Staffel gibt's dann wieder neue Anime-Girls, dann sind die anderen weg und dann gibt's wieder die neuen. Genau. Ja. Und manche Idols werden dann TV-Hosts oder gehen in Bands, andere heiraten und hören dann ihre Karriere auf, manche gehen danach studieren, keine Ahnung, ist total vielseitig. Und es gibt ganz viele Schichten von Berühmtheit. Also du kannst in Kabukicho in Shinjuku berühmt sein, aber bist nicht in Japan berühmt. Ist aber auch eine, wenn einen das interessiert, ist eine sehr spezielle Kultur. Also ich kann damit, ist schwer für mich, die zu verstehen. Ja. Und nicht mit dem europäischen Moralhammer drauf zu hauen. So. Ich glaube, du hast nicht mehr so diese krasse europäische Mentalität, oder? Weiß ich nicht. Also ich glaube, ich bin im Kern schon noch super europäisch. Meine Freundin sagt immer, das Deutscheste an mir ist einfach, wie ich rede. Sie sagt, du bist so fucking harsh einfach. Ja? Also ich rede halt mit ihr und für mich ist das völlig normal. Und wenn sie mich mit anderen Deutschen redet hört, sagt sie immer, ey, Alter, ich dachte, die bringt euch um. So. Also ich habe hier einen Kumpel, Stefan, und das erste Mal, als wir irgendwie rumgegangen haben, normalerweise, wenn ich mit Deutsch, es hast du ja auch gemerkt, ich rede halt nicht mehr so gerne Deutsch mit Leuten, wenn irgendwer im Raum ist, der das nicht versteht. Ich finde das einfach mega unhöflich und rede dann zumindest Englisch, weil das könnte ja jemand sprechen. Mhm. So, und dann habe ich irgendwie mit meinem Kumpel Stefan mich kurz auf Deutsch unterhalten und abends waren wir zu Hause und meine Freundin meint so, ey, Stefan, du seid eigentlich Freunde. Und ich so, hä, klar, so, ihr redet immer so hart miteinander. Und ich so, wir sind nicht hart, wir sind halt effektiv. Weißt du, so als Deutscher ist es halt, ey, geh mal rüber. Also ich kann's mir mal das Glas geben. Und es ist halt so, das ist halt überhaupt nicht schlimm. Das ist für uns so völlig normal. Auch jemand gibt dir was und sagt, schmeckt dir das? Du sagst, nee, ehrlich gesagt, überhaupt nicht, schmeckt voll scheiße. So. Dann findest du halt, ja, warum denn? Und so, aber das kann man halt schon sagen. Das kannst du halt nicht bringen. Also, meine Freundin würde das schon sugarcoaten in irgendeiner Form. Sugarcoaten? So. Der Bro-Talk. Ja, das ist halt, meine Freundin sagt, das ist so, da wäre ich das Einzige, wo sie das Gefühl hat, da bin ich sehr deutsch. Konfliktsuche. Also ich suche jeden Konflikt immer sofort. Ich will alles immer sofort einfach aussprechen. Ich habe nicht so Bock. Das ist auch eine persönliche Eigenschaft einfach. Ja, klar. Ja, nice. Ja, und Gerechtigkeitsgefühl, glaube ich. Sie sagt halt, sie merkt, wie ich innerlich koche, wenn jemand irgendwas tut, das ich ungerecht finde. So, also wenn wir irgendwo sind und jemand ist unfair zu jemandem oder gemein zu irgendwem in der Öffentlichkeit. Da nicht, wenn ich anwesend bin. So. Am Nebentisch werden nicht die wird nicht unfreundlich mit der Bedienung gesprochen. Hör ich mir nicht an, so eine Scheiße. Ja, du hast ja auch von dem, wo wir da in der Bar waren, hast ja auch gemeint, dass sie so ein bisschen unhöflich mit dem reden, den wir dabei hatten, den Japaner, weißt du noch? Ach so, genau, ja, die haben richtig arschig mit ihm geredet. Nee? Die hatten jemanden kennengelernt, die haben richtig arschig mit ihm geredet, ja. Wie auch immer man das raushört. Und da fällt mir schwer, kann ich nicht so. Ja. Also kann ich meinen Mund nicht halten. Ja, nice. Cool. Ich wollte gerade sagen, wir haben schon so weit überzogen, ne? Nö, 2 Minuten. Ach so, ich wusste gar nicht, so lange geplant war. Ich plane immer 2 Stunden ein. So. Okay, sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, cool, dass du so viel erzählt hast. Ja, danke für die Einladung. Danke, dass ich auch schamlos selber Werbung machen durfte. Für deine natürlich. Projekte und so. Ich warte doch nur. Wir warten jetzt alle. Ich schick dir einen Key. Ja.
Ich will. Ich sag dir, du warst Alpha. Wirklich ganz oben auf der Liste von Leuten, die ich dann schamlos angehauen und gesagt habe, jetzt ist die Zeit, wo du was für mich tun musst. Ja. Hä, sowieso, ich spiele doch eh die ganze Zeit. Ja, eben. Ich warte doch. Wir sehen uns ja sowieso im März spätestens. Ja. Hoffentlich war schon dann die Alpha. Also ich kann nicht super viel, aber mit ziemlicher Sicherheit. Also wenn die Alpha da nicht schon gewesen wäre, könnte ich nicht mit dem Auto rumfahren. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir mit dem Auto rumfahren. Ah ja, können. Okay. Ja, geil. Ja, danke schön, dass du da warst und so viel erzählt hast. War cool. Ja, danke für die Einladung. Danke für die netten Fragen auch im Chat. Danke für das Interesse. Danke für die klatschenden Kaninchen. ist ja des Kaninchens. Ne? Ich bin ja. Usagi. Also ich bin Kaninchen. Ich habe auch deswegen so ein Kaninchen hier. Oh. Vielleicht zum Schreien. Eine Kaninchenglocke. Ja, ist ja das hat ja des Hasen. Ja, letztes Jahr war Tiger. Ja. Jetzt ist Kanickel. Ja. Also Hase. Ist in Japan gibt es immer nur ein Wort für alle Tiere. Hase und Kaninchen ist einfach das gleiche. Usagi, ne? Ja, Usagi. Ja. Nächstes Mal lasse ich dich auch einfach alles klären. Ich springe nur noch ein, wenn es sein muss. Ich kann so schlecht das nicht. Ist dein Japanisch. Doch. Gar nicht. Ich kann nur, wenn ich betrunken bin. Ja, same. Alles klar. So, ich halte dich nicht länger auf. Ich schicke dir einen Key und dann sehen wir uns im März spätestens. Ja, schönen Abend dir. Oh ja, stimmt, ist schon 9, ne? Ja, bei uns erst 1, ja. Bis dann, ciao. Mach's gut, tschüss.